Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Session. Session Nummer 2 von Manalords, diesem großartigen Mittelalter-Strategiespiel, was als Demo derzeit auf Steam zumindest für eine kurze Zeit erhältlich ist, kostenlos. Das Ganze macht eine Menge Spaß, sieht unglaublich gut aus. Ich kann nicht glauben, dass einzig und allein eine Person an diesem Titel arbeitet. Das muss ich nachprüfen, das wirkt fast schon unglaubwürdig, weil das Spiel so gut ist, so gut aussieht und so viel Spaß macht. Und es ist nur ein Bruchteil des finalen Umfangs. Wir haben lediglich den Aufbaupart, alles, was so noch mit Militäreroberungen und so weiter dazukommt, ist noch nicht mit drin, wird aber später dabei sein. Und wir haben hier so ein paar Leute dabei, gerade bei mir hier im Chat. Die waren heute tagsüber, als ich die erste Session startete, nicht dabei. Deswegen bin ich ein bisschen freizügiger, Sachen vielleicht nochmal zu wiederholen. Das ist Rötzlingen. Rötzlingen befindet sich auf dieser Karte. Und daran kann man schon erkennen, Landscape under Rework, Work in Progress, ja. Aber daran kann man schon erkennen, wohin das Spiel irgendwann gehen wird, nämlich auch in Eroberung und das Ausheben von Militär und so weiter und so fort. Wir sind aber bislang erstmal hier auf diesen Kartenabschnitt reduziert. Das ist unser Land Rötzlingen. Und in Rötzlingen, das Spiel ist pausiert, haben wir bereits schon so einiges erreicht. Das Spiel ist pausiert und der Rechner war an seit heute Mittag, weil man nicht speichern kann. Das ist eben so ein bisschen die Begrenzung dieser Demo. Aber ansonsten ist eine Menge mit drin und ihr seht schon, wenn ihr ganz neu seid, es sieht unfassbar gut aus. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich nicht glauben konnte, dass eine Person daran arbeitet. Es ist ein Strategiespiel, Freunde, ne? Das ist hier nicht irgendwie Deer Hunter oder sowas. Es sieht einfach richtig, richtig gut aus. Wir haben bei Null angefangen. Wir hatten zu Beginn so ein paar Zelte, die hier standen. Drei kleine Zelte mit 5 Arbeitern. Und dann haben wir im Laufe der Zeit diese Siedlung errichtet. Wir haben angefangen hier mit einem Logging-Camp, also einer Holzfällerhütte. Die Musik ballert ganz schön. Ist sie zu laut? Das können wir gerne ein bisschen leiser machen. So, soll ja nicht belästigen. Dann, das ist hier ein Förster. So, das hier sind Wohnhäuser und Leute, das sind wirklich authentische Mittelalter-Wohnhäuser. Und man kann den Arbeitern hier beim Bauen zusehen und man hat wirklich das Gefühl, die bauen auf eine Art und Weise, die eben auch authentisch ist. Es gibt verschiedene Häusermodelle, ich glaube 3 insgesamt. Es sieht einfach wunderschön aus. Guckt euch mal die Wege an. Ich habe vorhin einfach, glaube ich, 10 Minuten eine Lumpudelei auf die Pfützen und den Matsch gemacht. Es hatte gerade geregnet. Schaut euch mal die Pfützen an. Die sind alle unterschiedlich. Das ist nicht irgendwie nur eine Pfütze, die sich alle 3 Meter wiederholt. Man hat wirklich das Gefühl, okay, man kann richtig spüren, wie sich dieser Weg anfühlt, wenn man drüber marschiert. Der Brunnen hier ist historisch akkurat. Alles ist wunderbar. Genau. So, und gameplay-technisch ist auch vieles einfach richtig gut. Zum Beispiel diese Häuser, da kann man ein Grundstück auszeichnen. Da werden dann diese Langhäuser errichtet. Man kann die Straßen sehr schön bauen. Das ist, finde ich, auch immer so ein Ding bei so Strategiespielen. Wie ist die Straßenbausituation? Das ist hier sehr schön gelöst. Das haben wir hier alles errichtet. Das sind die Wohnhäuser quasi in so einem kleinen Halbbogen, um dann die eher in diese handwerklichen Betriebe herumgebaut. Das hier ist ein kleiner Marktplatz. Da verkaufen wir Brot und Feuerholz. Und da hier werden eigentlich Kleidungsstücke verkauft. Diesen Marktplatz habe ich kurz mal auf Eis gelegt, weil ich Arbeitskräfte an anderer Stelle benötigte, nämlich zum Beispiel in unserer Jägerhütte, denn Nahrung ist ja immer das Allerwichtigste. Deswegen haben wir 2 Jägerhütten. Das ist einmal hier. Auch da kann man dem, können wir mal wieder auf Play drücken, dem Jäger wunderbar dabei zusehen, wie er der Arbeit nachgeht. In dem Fall hat er hier dieses Tier schon gejagt, ist ausbluten lassen. Deswegen ist hier so ein Eimer mit Blut, ja, auch das akkurat. Und hat es schon gehäutet und ist eben jetzt dabei, man sieht es hier, das schön zu filetieren und in transportfähige kleine Rehhälften zu schneiden. Später wird das dann so aussehen. Das hier ist Dorothea. Die haut sich jetzt hier das Fleisch rauf und geht mit dem kleinen Handkarren zu einer kleinen Granary. Hier baue ich noch eine 2. Granary, die ist aber noch nicht fertig. Da kann man Nahrungsmittel lagern. Da das noch nicht fertig ist, musst du den ganzen weiten Weg bis zur ersten Granary fahren und die ist hier hinten. Die war eigentlich mal in Kombination mit diesem Jägerscamp gebaut worden.
Aber hier wurden die Tiere schon so weit reduziert, dass ich da erstmal auch sagen muss, okay, der Wildbestand muss sich erstmal erholen. So, Chris Metal übrigens, Alex Bibi, auch euch herzlichen Dank für eure Abonnements. Genau. So sieht es aus. Wir haben jetzt hier einige Aufgabenstellungen noch zu erledigen. Wir haben bereits in dieser Phase des Spiels Clothing Stall, Firewood Stall und Food Stall, das sind diese Dinger hier auf dem Marktplatz, errichtet. Jetzt müssen wir diese Burgage Plots auf Level 2 bringen. Das sind hier einfach diese Wohnbezirke oder kleinen langen Häuser mit angeschlossenem Grundstück, wo man auch dann noch später irgendwelche Ställe oder Gemüsebeete anlegen kann. Und die müssen wir upgraden auf Level 2. Dafür benötigen wir zum einen Rohstoffe, nämlich hier oben diese Timber, also die Holzstämme. Und wir müssen einige Requirements erfüllt haben. Und zwar brauchen wir, klar, was zu essen. Wir benötigen Clothing, Entertainment und Faith. Wir haben jetzt noch kein Entertainment und auch noch kein Faith, wobei Faith ja auch Entertainment sein kann. Dazu brauchen wir natürlich eine Kirche und einen Pub. Soweit sind wir aber noch nicht gekommen, denn die Dinge, die Priorität haben, sind natürlich erstmal die Nahrungsgründe sicherzustellen, die Versorgung sicherzustellen. Dann natürlich auch hier Brennholz en masse vorzuproduzieren, denn der Winter naht. Wir sind bereits im September, sehe ich gerade. Und demnächst kommt der Winter. Und wenn wir dann nicht genug Brennholz haben, erfrieren mir die Leute. Und bevor sie erfrieren, köpfen sie mich vermutlich, weil sie mit der Führung des Dorfes nicht einverstanden sind. Das heißt, ich habe schon auch ein gewisses Eigeninteresse, dass es gut läuft. Und ja, Clothing brauchen sie natürlich auch, warme Klamotten. Der Grund, weshalb ich dieses Ding erstmal nicht besetzt hatte, ist, weil ich hatte nicht genug Arbeiter, die mir dabei helfen konnten. Ihr seht das bei Unassigned, ist, also alle sind quasi mit irgendwas beschäftigt und es funktioniert wohl so, denkt dran, es ist mein erster Playthrough, also ich habe auch noch nicht alles erfasst, dass es verschiedene Familien gibt und ein Job wird einer Familie zugeteilt. So wie das im Mittelalter halt gewesen ist. Wenn hier in diesem Langhaus zum Beispiel der Vater wohnt und der Vater übernimmt den Beruf des Holzfällers, dann hilft die ganze Familie dem irgendwie. Das heißt, ich habe zwar hier 24 Einwohner, aber ich kann nicht 24 Arbeiten einteilen, sondern halt nur Familien, die ich habe. Und ihr seht hier, dass ich habe zum Beispiel 3 Verkäufer, 3 Firewood-Cutter, 2 Förster, noch, da sind noch mehr Seller, Warehouse-Worker. Und die sind ja auch immer so zusammen. Ich nehme mal an, das ist dann jeweils eine Familie. Granary Workers, so 3 Stück, habe ich gar nicht eingestellt. So, und das macht es ein bisschen schwieriger. Deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken. Also, wir haben 11 Feuerholz, das geht so langsam voran. Da haben wir auch leider sehr spät mit angefangen, hier diesen Woodcutter zu bauen. Aber der arbeitet hier, guck mal. Und bevor wir jetzt hier weiterbauen, möchte ich euch noch ein Feature zeigen, was auch so geil ist. Guckt euch das mal an. Das bin ich, der Vogt oder der Graf oder was auch immer hier das Sagen hat. Und ich kann mit dieser Figur, die ich bin, mir das komplette Dorf angucken. Und hier so rum, ist das nicht brillant? Hallo Schweinehälftenfrau. So, und jetzt kann ich diesen Weg, den ich hier gebaut habe, entlang laufen. Und wir gucken jetzt mal eben zu dem Typ, der das Feuerholz macht. Ist es nicht einfach wunderschön? Hallo, guten Tag, ich bin's, euer Anführer. Mit dem sündhaft teuren roten Seidenmantel, während ihr irgendwelche groben Jute-Stoffe tragen müsst. So, hier wird das Fleisch abgeholt vom Jägersmann. Der geht da rechts weiter in den Wald hinein. Und hier sehen wir den Mann, der das Feuerholz macht. Das ist ein Dolch, ja? So sehen wir übrigens aus. So, so, hier wird das Feuerholz gemacht. Sehr gut, weitermachen. Ich bin zufrieden mit der Arbeit. Denkt dran, bald kommt der Winter. Die Leute brauchen Feuerholz, sei fleißig. Dann können wir den Weg zum Jägersmann weitergehen. Das ist hier durch den Wald. Oh Gott, durch den dunklen Wald. Und dort hinten ist der Jäger. Der holt uns das Fleisch. Fällt dir am Dolch nichts auf? Nee, ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Okay, du siehst ein Phallus, ne? Ja, das ist ja auch immer, das ist wie mit Kunst. Das, was der Betrachter sehen will, ne? Guck
Guck mal, der nagt hier noch irgendwie am Hirsch herum. Hier haben wir schon wieder die Hälften da. Die junge Dame lädt die ein. Und, oh. Naja, wird noch nicht dargestellt. Das wird wahrscheinlich alles noch kommen. Denkt dran, das ist eine Demo. Eine frühe Demo. Es wird natürlich Bugs geben. Es wird Dinge geben, die noch nicht drin sind und so weiter. Also, habt ein bisschen Fantasie. Vorsicht, Nils. Zu viel in der Ansicht kann wohl zu Absturz führen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Deswegen gehen wir jetzt hier auch mal raus. So, und wir schauen mal. Was ist hier los? Number of months before supply runs out 2. Also wir müssen, aber ich sehe, dass der Food Supply ist wieder am Wachsen. Das ist gut. Also da mache ich mir jetzt nicht mehr so viel Sorgen. Und die Wild Animals haben sich schon ein bisschen regeneriert. Ich hatte nämlich eine Grenze gemacht und gesagt, bis maximal 20 dürfen die runtergejagt werden. 40 ist das Höchste, was hier erreicht werden kann in diesem Waldgebiet. Deswegen, die sollen sich noch ein bisschen regenerieren. Da kann ich theoretisch auch entweder das zweite Hunting Camp aktivieren. Oder was ich mache, wenn die hier auf 20 runter sind, wird das hier schon wieder bei 40 sein, hoffe ich. Und dann tausche ich einfach. Dann geht der Jäger hier rüber. Und ich habe auch die Hoffnung, dass man auch im Winter jagen kann. Im Gegensatz zu Beeren, die im Winter nicht wachsen. Oder Feldfrüchten, die im Winter nicht wachsen, sollte die Jagd hoffentlich ganzjährig möglich sein. Deswegen vertraue ich darauf, dass die Leute einfach nicht verhungern. So. Ach ja, guck mal hier. Was auch, ja, das stimmt völlig. Die Straßen werden jetzt hier auch in dieser Übersichtsmap schon eingezeichnet. Das ist auch cool. Genau. Da ist unser Dorf. Dann machen wir mal weiter. Wir haben diverse Dinge noch vor uns. Aber wir bewegen uns lieber langsam. Mining Pit können wir nicht machen. Wir haben hier kein Eisen. Was schön wäre, hier haben wir nämlich Stone Deposit. Aber Steine sind auch noch nicht für uns abzubauen hier in dieser Demo. Genau, was haben wir hier noch? Genau, die Kirche könnten wir bauen und diese Taverne. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann guckt man mal, die Taverne, finde ich, ist etwas, das sollte relativ zentral sein. Die Kirche, da kann man ruhig hinpilgern, die kann auch meinetwegen hier oben stehen. Da kann man eher so dann immer hochgucken, wenn man nachts in der Kemenate sündigt, kann man so einen leichten Blick nach oben durchs Fenster auf die Kirche werfen und sich dabei so ein bisschen schlecht fühlen. Das ist okay, aber ein Wirtshaus muss in der Nähe der Leute sein. Das Wirtshaus muss da sein, wo die Menschen sind. Ich würde es gern... Na, wo packen wir mal, wo können wir es hinbauen? Ach so, warte, ich brauche 5 Holz und ich habe nur 2. Okay, aber ich werde es dann hier wahrscheinlich neben den Marktplatz bauen. Ich finde, Wirtshäuser und Marktplatz geht immer Hand in Hand. Ich denke, hier ist ein guter Ort für ein Wirtshaus. Aber wie gesagt, wir brauchen da erstmal mehr Hölzer für. Was hier ein bisschen blöd ist, dass ich zu spät den Förster zum Einsatz gebracht habe, sodass hier dieses Gebiet nicht gut aufgeforstet ist. Hier war einstmals Wald, was natürlich hier der Holzfäller sehr gut abbauen konnte. Er muss jetzt weitere Wege gehen, weil ich hier zu spät nachgeforstet habe. Bisschen schade. Und wir gucken uns die Kirche nochmal an. Was kostet die denn eigentlich so? Ach, die kostet 8. Okay. Ah, das ist aber eher so eine kleine Kapelle. Die wird hier oben natürlich nicht in vollster Pracht existieren. Und das wäre auch Quatsch, weil die Wege... Na, obwohl, hier könnte man so hochpilgern. Hätte auch schon wieder was Lustiges. Nee, aber ich denke mal, die Kirche wird dann auch eher zentral bleiben. Hier könnte ich sie, glaube ich, ganz gut... Ich finde, hier ist ein ganz guter Ort für die Kirche. So ein bisschen im Rücken. Sie hat Blick auf die Hinterhöfe. Die Kirche. Zum einen hier diesen Hinterhof und diesen Hinterhof. Da ist genau die Kirche so in der Flucht. Ich glaube, das ist ein guter Ort. So werden wir das machen. Hier die Kirche, da das Wirtshaus. Ja, wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Genau, Prinen, so sieht's aus. Aber als allererstes müssen wir uns in Geduld üben, denn wir brauchen mehr von diesem Timber. Vielleicht könnte man irgendwie entweder einen zweiten Förster einstellen oder noch ein zweites Forsthaus bauen. Ich kann das übrigens auch umsetzen, sehe ich gerade. Vielleicht
mache ich das einfach mal und setze das hier so hin. Oder hier in den Wald hinein. Wo ist unser... Hier ist unser Storehouse. Hier werden die gelagert. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde das, glaube ich, mal umsetzen hierhin. Dann ist das ganz tief... Warte, wir planen das mal eben. Wenn wir das hier setzen, wie oft kann ich das umsetzen denn eigentlich? Und ist das irgendwie aufwendig? Wenn ich das jetzt hier so mitten in dieses Waldgebiet setze. Das geht doch einfach... Das kann ich ja mehrfach machen. Guck mal. Muss das jetzt gebaut... Oh nein, sag mir nicht, das muss gebaut werden. Ah, oh, ich dachte, das... Oh. Ja, okay, dann bringt mir das ja gar nichts. Ich dachte, das wäre so super schnell so fertig. Naja. Okay. Egal, wieder was gelernt. Dann wird das jetzt hoffentlich schnell errichtet. Jetzt... Müssen wir mal gucken, wer jetzt hier kommt, um zu arbeiten. So, was wollte ich jetzt machen? Ich bin ganz aufgeregt und abgelenkt, dass wir hier besucht werden. Wir wollen natürlich jetzt mal dafür sorgen, dass hier Nahrungsmittel und unser Timber muss mal wieder gerollt werden. Okay, hier kommt Jakob und Hermann, das gute Gespann, der Ochse und der Ochsenführer. Man weiß nicht, wer wer ist, ne? Genau, und die bauen jetzt hier das auf. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, das wird gnädigerweise einfach dorthin gestellt. Ich dachte, das ist vielleicht irgendwie Teil der Demo oder so. Aber ist nicht so. Deswegen müssen wir jetzt leider kurz warten, bis das aufgebaut ist. Das ist eigentlich natürlich jetzt für unsere Holzindustrie eine Riesenkatastrophe. Aber passt schon. Honestly, an interview would be great, but alas, Slavik's currently unavailable for one at the moment. If he does eventually open up for some, he'll probably announce it on Twitter. Either way, I don't mind assisting in answering questions that you might have. Thank you very much. Thank you very much for the feedback and for being here and open for questions. Thank you very much, Caballos. Okay, so maybe, if you... would like, I have a wonderful chat with lots of wonderful questions. Most of them I'm not able to answer because I'm simply not good enough, but you can answer. Maybe if there's a chat question, maybe you would like to answer it. That would be great. Also Leute, wenn ihr eine Frage habt an Caballos, dann fragt gern auf Englisch natürlich, am besten, glaube ich. Und vielleicht habt ihr das ein oder andere, was ihr gerne loswerden wollt. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, es regnet, das ist fürchterlich, aber das wird gleich wieder fertiggestellt. Bear in mind, I can only answer questions that aren't hidden in the NDA, so will apologize if I can't answer all of them. That's totally fine. That's totally fine. So, the first question that I do have is, when is it ready? When can I really play the whole thing? And I know that you don't know that, and I know that if you knew it, you can't answer it because it's part of your NDA, but I ask anyway because I'm a journalist as well. I'm a very good journalist, and that's what we do. We journalists, we try to squeeze out answers where other people already gave up. That's why I am such a good journalist. So what I'm really interested in, maybe you can answer that. What I noticed is there seems to be quite some realism. For example, this house. It's not only the way it looks, but it's also the way it is created. It's constructed. If you watch the workers build the house,
you get a feeling that this is exactly the way, not exactly, but like, it looks like this could have happened back then in the medieval times. The way he's like working on the lodge and just like hear this, what's it called? Was heißt Lehm auf Englisch? I've forgotten. Like the walls are constructed, the roof like with this hole inside, and the sticks that seem to be holding the roof. So it seems to be very authentic. So is he interested in this kind of era? Does he have like some kind of knowledge? Is he working with historians to get this kind of authenticity? Oh, come here. Was potentially planned in Q4 2022, but right now it's still TBA, as to be announced. There has been a lot of mentions about the release next year, so that info is taken with a grain of salt. Oh, okay, that's more than I thought I would get from you, so thank you very much. Nils, würdest du lieber 250.000 Euro nehmen oder 30 IQ mehr haben, wenn du wählen könntest? Das ist eine Frage, die völlig aus dem Kontext ist, aber trotzdem interessant. Ich würde natürlich die 250.000 Euro nehmen, weil wenn ich 30 IQ mehr hätte, würde ich vielleicht diese IQs nutzen können, um Geld zu verdienen. Und dann hätte ich vielleicht in kürzerer Zeit 250.000 Euro. Aber wir alle wissen ja, dass sehr schlaue Menschen oftmals auch sehr unglücklich sind. Und das kommt natürlich auch noch zu einem Preis. Außerdem will ich lieber jetzt sofort 250.000 Euro haben. Außerdem 30 IQ mehr, dann wäre ich bei 130. Was soll ich mit 130 IQ? Clay heißt Lehm, natürlich. Ja. Coppelius soll mit unterstützt haben, die historische Korrektheit zu unterstützen, ja. Ach, Jakob ist Alpha-Tester. Ach, das ist ja gut. Jakob kann auch Fragen beantworten, das ist schön. Ich muss nebenbei auch ein bisschen Auge auf unser Dorf hier haben. Was ist denn da endlich? Da ist die Hütte. Und ich muss jetzt neu zuordnen. Und die Work Area machen wir mal ein bisschen größer. Der kann hier eigentlich alles wegkloppen. Und hier sollen direkt zwei Familien ran. Wir müssen dringend. Wir haben auch Fuel, das ist okay, das wird mehr. Die Nahrung wird eher weniger, das gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben jetzt Oktober. Ich werde mal schauen, habe ich noch eine Familie, die hier arbeiten kann? Nee. Jetzt hätte ich die zweite Jagdhütte auch mal in Betrieb genommen. Vielleicht brauchen wir doch noch mal wieder ein paar Familien. Wir müssen ja auch gleich noch hier diesen Kleidungsstand eigentlich, den müssen wir auch öffnen hier eigentlich. Wir haben nicht genug Leute dafür. Ich könnte noch mal ein Haus bauen. Wir könnten hier entlang gehen, aber hier soll er eigentlich später, wenn hier es wieder aufgeforstet ist, die Holzfällerhütte wieder hin. Wir könnten aber theoretisch auch den Förster verschieben. Wir könnten den Förster auch verschieben und den hier daneben bauen. Das ginge auch und dann lassen wir das. Das ginge natürlich auch. Wenn wir, dann würden wir sagen, okay, wir gehen mit den Häusern hier entlang. Hier. Und die, das können wir doch mal machen, oder? Pass auf, wir machen das mal. Dann machen wir die Försterhütte. Kommt hier daneben. So. Und dann kann die hier alles aufforsten. Komm, so machen wir das. Zack. Und so. Nee. Warte. Machen wir mal so. So. Okay, dann können wir das direkt hier machen und dann bauen wir hier die Häuser. Das habe ich ein bisschen umsonst aufgeforstet.
Aber ist egal. Wie viel haben wir? Wir haben 3 Dinger, das ist gut. Dann bauen wir nochmal ein neues Haus. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Das, warte mal, diese Straße kann im Grunde auch weg. Wie kann ich die jetzt abreißen? Wie kann ich... Settings, Region Map... Gibt es hier ein Deconstruction-Werkzeug? Add and remove roads. Ach, da steht so remove road link. Ach so, alt, okay. Sie removed? Warte mal. Ach, ich habe Steuerung gedrückt, ich Trollo. Ah, okay, perfekt. Das wollte ich machen. So, und dann lass uns mal eben gucken. Oh Gott. Warte, habe ich die komplette Straße jetzt? Oh Gott, ich habe die komplette Straße removed, ich Trottel. Oh no. Jetzt muss ich mal hier gucken, wie ich da überhaupt jetzt noch was auszeichnen kann. Mal gucken. So. Okay, und jetzt schaue ich mal, wie ich jetzt so ein Haus... Wo bist du? Hier noch rankriege. Mal gucken. 1, 2, 3... Oh ja, das geht. Geht. Ah ja. Okay, das ist in Ordnung. Das geht. Guck mal, dann haben wir so ein bisschen hier so... Brrrap. Das ist hier so das Hufeisen an Wohnhäusern. Und... Oh, der Regen auch. Oh, was ist hier passiert? Kurz mal nicht aufgepasst. Lieben Dank an... Wo waren wir? Denis fotografiert Quapaloco, der hat nämlich Jakob, unserem Alpha-Tester, aber geschenkt, herzlichen Dank, und Jörg ist auch dabei. So, lass ich mal ganz kurz angehen, schauen, Jakob hat ein paar Sachen geschrieben. Kabalius schreibt erstmal, the whole third person view was simply added as a side thing. Originally it wouldn't have been a thing, but was highly requested. However, I don't think Slavic will go that far to add a first person function, but we will see in the future on that. Yeah, it looks great. I love the first-person function. To be able to walk through your own village, it's just amazing. I really love it. Jakob schreibt, was die Gebäude angeht, im Rahmen dessen, was die Spielmechaniken erlauben, also ziemlich viel, aber nicht alles, folgen die Bauten dem Baustil, der in Franken, speziell in Mittelfranken, in der Zeit um 1400 üblich war. Für die Wahl der Region spielte unter anderem eine Rolle, dass es dort noch sehr viel Erhaltenes gibt. Dankenswerterweise auch ein paar Bauernhäuser aus dem 14. Jahrhundert. Sodass mir vergleichsweise wenig aus der Nase ziehen musste, sagt Jakob. Eventuelle Folgefragen kann ich nicht hören, weil Werbung. Oder kam die eine Minute Werbung? Es gibt in der Stunde eine Minute Werbung. Für Nicht-Abo-Leute hier. At the moment, Slavic is focusing on getting the game stable and fully functioning. So, single-player is the main priority. Multiplayer has been talked about a bit in small discussions as well as modding support, but those... Two aren't a primary focus until the game is fully released and Slavic's happy with the result. So Multiplayer isn't off the list, but nothing planned as of yet. Also, Multiplayer wird diskutiert, ist aber noch nicht im quasi im kurzfristigen Arbeitsablauf vorgesehen. Kann man das so sagen? Ja. So, hier wird jetzt gebaut. Holzfällerhütte läuft. Dir muss dringend mal fertig gearbeitet werden. Oh, der Ochse bringt da die Rohstoffe hin. Dieses Steinfeld ist leider noch nicht in der Demo. Deswegen kann ich das leider nicht bauen. Das wäre natürlich schön, weil es hier gerade so reinpasst irgendwie. Aber ein anderes Mal. Das hier ist der Ochsenkarren. Das Storehouse. Ja, das ist hier zentral, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, hier wird richtig schon gefällt. Wir brauchen dringend das... Ah, jetzt kommen ein paar mehr Leute. Guck mal. 1, 2, 3, 4
plus Ochse sind jetzt hier am Arbeiten. Es ist nämlich so, dass wir zwar die Berufe zuweisen, wenn Leute nichts zu tun haben, dann arbeiten sie an anderen Stellen. Sie übernehmen jetzt, glaube ich, keinen Beruf, aber sie werden Träger oder Konstrukteure. Also die packen mit an und hängen nicht faul rum. Und guck dir das mal an, das ist einfach so schön. Jetzt gehen sie dahin, guck mal hier, er mit, also mit seinem Zimmermannshammer. Zack. Und jetzt wird hier wieder unsere Försterhütte aufgestellt. Das wird auch Zeit. Gleichzeitig haben wir hier dieses Bauprojekt. Ich bin immer Fan davon, nicht so viele Bauprojekte auf einmal im Gang zu haben. So, was schreiben meine Experten? Es gibt möglicherweise in Bad Windesheim im Fränkischen Freilandmuseum ein Bauernhaus von 1367, das in den wahrscheinlichen Ursprungszustand zurückversetzt wurde. Ansonsten gibt es in den alten Städten Frankens, Windsheim, Rothenburg, Dinkelsbühl, Nürnberg, Forchheim etc. noch einiges aus der Zeit. Und dann gibt es ab dem 15. Jahrhundert Zeichnungen von Dörfern, etwa von Albrecht Dürer, sodass man insgesamt ein recht glaubwürdiges Bild von einer mittelalterlichen Siedlung bekommt. Mhm. Ja, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt ja in Hamburg das Freilichtmuseum am Kiekeberg. Falls ihr im Norden lebt und euch dafür interessiert, dort gibt es auch immer, also nicht nur aus der mittelalterlichen Epoche, sondern aus allen möglichen Epochen, immer so Nachbauten, teilweise auch original und dann dort quasi wieder aufgebaut, irgendwo abgebaut und dort wieder aufgebaut. Und dann kann man da unter anderem auch so ein altes Bauernhaus besuchen. Das ist dann halt so ein Langhaus wirklich und da ist an einer Stelle sind dann die Schweineställe mit im Haus drin. Dann sieht man diese kleinen Räume, wie dort gekocht wurde, die kleinen Schlafalkoven und so weiter. Das ist schon ganz interessant, also kann man auch gut mit Kindern machen. Die haben dann auch viele andere Ausstellungen. Die haben dann so zum Beispiel so eine kleine so Spielzeugläden aus den, was weiß ich, aus den 70er Jahren oder 40er Jahren, so Spielzeugläden nachgebaut mit dem Spielzeug aus der Zeit. Da sieht man dann viele Sachen, je nachdem wie alt ihr seid, wo ihr sagt, ach guck mal wie krass, da haben die mit Playmobil da richtig viel aufgebaut. Das kann man sich gut geben, also wenn ihr mal einen Tagesausflug oder so machen wollt, wo man ein bisschen was anfassen und erleben kann, Kiekeberg ist da auf jeden Fall eine Sache, die ich empfehlen kann. So, ich schaue mal nach dem Rechten. Wir haben hier unser Wohngebäude, was immer noch gebaut wird und endlich ist auch unser Förster fertig. Wir haben keine Familien, die dort arbeiten können. Deswegen, ich nehme mal einen hier raus und der soll hier direkt anfangen, weil ich habe keine Lust, dass wieder das komplette Gebiet gerodet wird und dann haben wir wieder keine Hölzer mehr. Deswegen bitte hier direkt anfangen und du kannst gerne auch hier genau in dieser Gegend bitte alles aufforsten. So. Phil, das sieht doch schon ganz schön aus. Ich mag das. Dieses gebogene, geschwungene, mir gefällt das. Und in der Mitte kommt dann Wirtshaus hin und so weiter und so fort. Das passt doch, der Markt und so. Ich bin ganz zufrieden bislang. Aber ich glaube, also wir sind auch ganz am Anfang, ne? Okay, und Buildmore Storage Limit reached. Wo ist Storage Limit? Wo denn? Hier? Das ist ein Bug, oder? Weil das ist ja gar nicht unser Storage. Das ist ja nur der Ochsenkarren. Den kann man übrigens auch noch woanders wieder aufbauen. Smitty Werben, herzlichen Dank für dein Prime. Tipp, überschüssige Waren kannst du im Trading Post zum Verkauf anbieten, damit du Regional Wealth erhältst, welche du für die Erweiterungen Ziegen oder Hühner des Hausplot ausgeben kannst. Das ist eine sehr gute Idee. Ich brauche aber erstmal einen Trading Post, ne? Hab ich noch nicht. Ja, Maru John, du hast recht. Ich, Dijon, ich habe mich natürlich bewusst dazu entschieden, hier noch eine zweite Arbeitskraft in diese Holzfäller-Geschichte zu stecken. Das Problem ist, ich habe noch zu wenige Leute und ich möchte den Förster von Anfang an aktiv haben, um nicht wieder in die gleiche Situation zu kommen. Sobald hier dieses Haus fertig ist, haben wir wieder eine Arbeitskraft frei. Dann werde ich da wieder eine Arbeitskraft in den Holzfäller stecken.
Wir müssen, ihr seht das, ne? Also es ist momentan tatsächlich überall ein bisschen Arbeitsmangel. Deswegen wächst das Dorf ja auch. Weil ständig Bedarf ist, ne? Gleichzeitig müssen wir aufpassen, wir haben lediglich die Fleischindustrie hier. Wir haben noch keine Brotindustrie. Und es ist jetzt Oktober, also der Frühling kommt ja auch irgendwann nach dem Winter. Vielleicht wäre es besser, jetzt auch sich schon mal Gedanken zu machen. 30 Animals, 27. Ob wir, also oder wo wir einen Bauernhof bauen könnten. Ich denke, das sollten wir langsam mal machen. Okay, hier wird richtig gearbeitet, das ist gut. Die Brauerei so nah wie möglich an den Wohnhäusern. Ja, ja, die Brauerei kommt hier hin. Also hier sind dieses Hufeisenartige und hier direkt in die Mitte kommt das Brauhaus, ist doch klar. Niemand soll nachts weit nach Hause torkeln müssen, nachdem er sich... Ja, guck mal, das können wir uns jetzt hier angucken. Das hatte ich euch heute Mittag ja schon gezeigt. So werden diese Häuser hergestellt. Alle fassen mit an. Jetzt kommen diese Dachbalken rauf. Diese Steine hier gleichen natürlich den Höhenunterschied aus, ist klar, hier ist der höchste Punkt. Dementsprechend ist das hier, sind diese Steinmauern hier ein bisschen höher. Das ist bei den anderen Häusern, wo das Gelände ebenerdiger ist, natürlich nicht so. Sieht ein kleines bisschen anders aus. Jetzt werden hier die Wände gehauen. Hier sind es reine Holzwände, keine Lehmwände. Das hier sind, glaube ich, Lehmwände. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Häusertypen. Und dann kann man hier im späteren Verlauf eben noch, wie gesagt, Gemüsebeete oder Tierställe und so weiter bauen, damit das eher so ein Selbstversorgerhaus wird. Das wäre natürlich ganz gut, wenn ich dann nicht auf externe Nahrungsquellen angewiesen wäre, sondern die alle sich so ein bisschen selbst versorgen könnten. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich gucke mal ab und zu rein. Was sagt Jakob? Die meines Erachtens beste Rekonstruktion einer Holzburg oder des Spätmittelalters steht in Baden-Württemberg im schwäbischen Kanzach. Leider hat man dort vor einigen Jahren das Bildungsprogramm des Museums komplett über Bord geworfen und durch ein ziemlich generisches Kulturprogramm ohne Zusammenhang mit den Museumsbauten ersetzt. Mit der Burg in Frankreich meinst du wahrscheinlich Gueudelon? Okay, da hatte ich die Frage nicht ganz mitbekommen. So, guck mal, das ist gleich fertig hier. Wenn dieser Kreis geschlossen ist, dann kann hier jemand einziehen. Hier wird noch das letzte, der Unterstand ein bisschen fertig. Die Zäune werden ein bisschen fertig gemacht. Die Tür hier, das ist die Eingangstür. Da. Und fertig. Construction finished. Sehr schön. Was ist das? Ein kleiner Brunnen? Nee. Genau. So, das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, neue Arbeitskräfte. Eine weitere Familie. Das heißt, wir können jetzt mal zumindest kurzfristig hier... Ah, oder sie sind schon... Das kann gut sein, dass die schon woanders hin sind, tatsächlich. Weil ich hatte ja auch irgendwo anderes hier... Wo hatte ich Bedarf angemeldet? Glaube ich, bei der ersten Jägerhütte, ne? Genau da. Die erste Jägerhütte ist jetzt auch mit einem Jäger besetzt. Das hatte ich schon vorab eingefordert, um ein bisschen die Nahrungsproduktion vor dem Winter hochzufahren. Wir sind aber auch bei 67. Das ist gar nicht schlecht. Behaupte ich, es ist mein erster Winter. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich habe ja einen Wert über die letzten Stunden hier verfolgt und der geht auf jeden Fall bergauf. Das ist gut. Genau, und wir haben eine automatische Berechnung hier. Number of months before supplies run out. Each person consumes one unit of food per month throughout the whole year and one unit of fuel in the winter. Food hält 3 Monate, Fuel 2 Monate, aber natürlich vorausgesetzt, dass ich jetzt aufhöre zu produzieren. Ne? Wenn ich jetzt nichts mehr produzieren würde, würde es so lange halten. Deswegen produzieren wir ja noch weiter. So, wir brauchen noch weitere Arbeitskräfte. Komm, wir müssen nochmal, finde ich, hier nochmal einen weiteren Lot freigeben. So, 3. Das ist echt lustig. Ich finde das echt gut gemacht hier irgendwie, wie man die... Oh, das ist ein bisschen kleiner, aber es reicht trotzdem. Wie man die freigeben kann, hier einfach die
Siedlungsgebiete. Okay, also nächstes Haus. Wir haben hier mittlerweile 28 Leute. Ich habe es euch ja erklärt. 28 Leute bedeutet eben nicht 28 verschiedene Berufe, sondern es wird halt nach Familien aufgeteilt und dementsprechend kann ich halt noch nicht alle Betriebe, die ich habe, besetzen. Ich muss ja auch eigentlich noch langsam mal... Ach, hier, guck mal, da ist... Ah, ne, ist da jetzt jemand? Ja. Wir haben ja auch jemanden im Closing Stall, das ist gut. Sobald hier oben dieses Dach drauf ist, bedeutet es, das wird bewirtschaftet. Kann man dann auch direkt auf den ersten Blick sehen. Zum Winter hin will ich das jetzt auch mal lassen, dass die Leute sich Kleidung kaufen können. Auf jeden Fall Feuerholz ist wichtig. Nahrung sowieso. Oh ja, hier, guck mal hier. Okay, der ist da. Der ist auch da. Ja, das ist doch herrlich. Haben wir derzeit irgendjemanden, der nichts macht? Ne, alle haben einen Job. Ich würde mich gerne so langsam mal... have you encountered any bugs, anything game-breaking? No, to be honest. I haven't encountered any bugs so far, I guess. Nothing dramatic. Game didn't crash. Everything seems to be working. I don't recall any major bug, to be honest, but that's a good thing, I guess. So, it seems to be quite stable. But if I encounter a major bug, something, I will report it. Of course, I will report and I will help you guys to polish. Hast du denn schon einen Weber? Wenn nicht, kann der Kleidershop auch dicht gemacht. Du hast völlig recht. Möglicherweise, ich habe gar keinen Weber. Ihr habt recht, ne? Stimmt. Stimmt. Ich habe gar keinen Weber. Ich muss diese ganzen Berufe erstmal... Mining Pit können wir nicht machen. Das haben wir, Storehouse. So, lass uns mal gucken. Das müssen wir gleich dringend machen, diesen Bauernhof. Bloomery. Smithy. Da können wir Dings machen, okay. Malthouse. Was ist das, Malz oder wie? Malz to Ale. Ach du meine Güte, wir müssen tatsächlich das Bier auch noch produzieren. Hier, Tannery. A Pelz into Leather. Ich glaube, wir müssen Pelz haben, weil wir zwei Jägerhütten haben. Da, 55 Pelz. Das bedeutet, wir sollten mal ganz dringend auf jeden Fall eine Tannery bauen. Das ist total richtig, diese Anmerkung. Die Tannery können wir... theoretisch hier direkt daneben setzen eigentlich auch. Oder halt hier, ne? Kostet 4 Holz, wir haben 3 Holz, wir müssen noch ein Holz abwarten. Also entweder wir setzen sie hier hin. Hier will ich freilassen. Irgendwie hier will ich so irgendwelche gesellschaftlich relevanten Gebäude bauen. Keine Produktionsgebäude, aber ich denke, hier ist ein ganz guter Ort. There's a website for the bugs. You can also just post them on Steam or drop them in our Discord. Okay, das ist gut zu wissen. Also hier sind die ganzen Pelze, da kann ich den Lederer direkt daneben setzen. Da können wir mal ein bisschen die Straße hier verlängern. Drei Hölzer, wir brauchen noch einen weiteren Baumstamm. Wie sieht's denn hier aus? Hier wird fleißig gehackt. Da wird gehackt, guck mal. Auch das kann man sich mal gut angucken. Das ist auch einfach schön gemacht. Wie sieht es? Hack, hack. Guck mal, hier hinten ist Eisen. Da können wir später auch Werkzeuge herstellen. Drei Holz, wir machen ein bisschen schneller. Wie entwickelt sich die Nahrung? 74. Okay, die Nahrung entwickelt sich gut. Wo sind meine Bäume hier?
sind wir noch bei 3 Bäumen. Das Ding ist auch noch nicht ganz fertig. Und hier können wir irgendwann zumachen, ne? So. Dann haben wir einmal so einen Kreis. So, bitte, bitte Bäume. Bitte, bitte ein paar Bäume. Was ist hier los? Sind die alle... Achso, Lodging Camp. Dadurch, dass ich jetzt diesen Typi hier ausgeschaltet habe, müsste ich eigentlich noch einen freien Arbeiter haben. Vielleicht kann ich sogar einen dritten. Forester hat, genau, hier habe ich keinen. Brauche ich aber, weil hier ja die Woodcutter Lodge ist, der haut nämlich auch Bäume weg. Und der soll die ja direkt wieder aufforsten, wenn es geht. Genau, was kannst du denn so hier machen? Dass wir da nicht den gleichen Kahlschlag haben. Und hier haben wir 29 Tiere, das ist okay. 24, ja, ja. Dürfen wir nicht überjagen. Eat the Cupcake fragt, hast du schon gesehen, dass Slime Rancher 2 raus ist? Wirst du es mal anspielen? Ich habe Slime Rancher schon angetestet. Kannst du auf dem YouTube-Kanal schauen? Da gibt es eine Session mit Slime Rancher 2 auf meinem YouTube-Kanal. Nils Wurmhoff heißt der. Guck's dir gerne an. Aber nicht jetzt, jetzt brauche ich dich hier. Da kommt, guck mal hier. Zack, neuer Baumstamm. Jetzt haben wir hier oben 5 Baumstämme, das ist gut. Jetzt können wir das Teil bauen. Hier, Leatherer und Weaver Workshop. Haben wir aber nicht, wir haben aber das haben wir schon. Das heißt, das können wir bauen. So. Let's go, people! Let's go, people! Wir können auch hier einfach schon mal... nochmal eine Straße bauen. Die können wir immer noch wieder abreißen, ne? Aber falls die hier dann gleich von der Baustelle irgendwie... Jetzt, guck mal, jetzt sind die nämlich fertig. Und jetzt können die... Guck mal, die gehen noch links lang. Und die nutzen schon die neue Straße. Für die war das zu spät. Aber die nutzen die ja schon mal. Guck mal. Gerade gebaut. Schon wird sie genutzt. Und dann können die nämlich direkt vielleicht sogar schon hier irgendwas machen, oder? Wo geht ihr hin? Oh, ich liebe, dass das auch so schön entschleunigt ist. Es ist so stressfrei. Es gibt so Spiele, wo man die ganze Zeit sich irgendwie so gehetzt fühlt. Es ist einfach... Ich komme richtig zur Ruhe. Ich lasse mir auch Zeit... Aber die gehen nach Hause, wollen erstmal irgendwie, keine Ahnung, was anderes machen. So, wir haben jetzt 2. Wir brauchen ein bisschen mehr zum Bauen des nächsten Projektes. Das wäre natürlich dann hier unsere Taverne. Wo bist du da? Taverne. Die Frage ist, ob das Ding auch was bringt. Wenn ich keine Bierbrauerei habe, das würde mich mal interessieren. Ach, guck mal, kann ich die zusammenbauen? Klar, Farm und Field. Designated Area. Can produce various crops, including wheat, flax and barley. To employ peasants on the fields, you need to build a farm. Ja, das gucken wir uns doch mal an. Wir können es eh noch nicht bauen. Ach, wir brauchen vor allem einen... Oh, wir haben ein Werkzeug. Sollte ich das Werkzeug für die Farm aufwenden? Oder wie machen wir das? Ja, oder? Wahrscheinlich schon, ne? Ohne Bier kein Entertainment. Okay, das heißt, wir müssen erst für Bier sorgen. Na gut. Also meint ihr, dass wir erst die Felder wegen der... guck mal hier an, Suil. Du Teufelskerl. Okay, hier können wir hin, wo es grün ist. Oder hier. Also hier ist eigentlich ganz gut, ne? Hier. Hier könnten die Felder hin. Was meint ihr? Sieht ja gut aus, ne? Was sagst du an, Suil? Hier ist eigentlich ein ganz guter Platz, oder?
Gehe die Fruchtbarkeiten an der Seite durch. Ah, hier. Nee. Ah, okay. Flachs. Oh, Flachs gar nicht. Oh. Barley. Oh. Nur hier ein bisschen, oder was? Dieser kleine Ort. Rye. Ja, Rye ist doch das, was wir wollen, ne? Rye ist doch Weizen. Also würde ich schon hier bleiben. Rye ist doch Weizen. Rye bringt dir in der Demo nichts. Ach was, echt? Okay. Aber was soll ich denn bauen? Warte mal, das... Rye ist Roggen. Ah, okay. Was ist das, was wir brauchen? Emma? Emma brauchen wir, okay. Das heißt Emma Weizen? Ernsthaft? Du kannst später eine Dreifelderwirtschaft einstellen. Okay. Wie groß muss der Spaß denn sein? Ich habe keine Ahnung. Wie groß müssen die Felder sein? Ah. Not enough workforce yet for this field size. Field size is too big. Ja, aber ich meine, das ist ja erstmal festgelegt. Das ist ja dann etwas kleiner. So? Immer noch too big. Fieldworkers 9. Okay, krass. Ja, dann gehen wir lieber hier, dann gehen wir. Viel Zeit large. Krass, das ist large. Das ist ja immer noch large. Wahnsinn. Was? Immer noch large? So, medium. So. Können ja sicherlich nochmal nachbessern. Und dann muss ich aber noch eine Farm bauen. Und wir hätten schon gesagt, dass die Farm, also die muss dann daneben oder was? Brauche ich 4 Dinger für. Die Farm kommt dann hier so hin oder was? Vermutlich, ne? Crop Type. Emma. Zack. Rotate Crops. Nee. Crop Rotation can bring back the lost fertility. The fastest way is to keep the field fallow. Crop Rotation triggers after fully completed harvest for active crops and on the first day of spring for fallow fields. Second year, first year, okay, das... Also erstmal machen wir das. Force early harvest, nope. Ich meine, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Wir brauchen natürlich jetzt ganz schnell mal... mehr Stämme. Rotate Crops ist die Dreifelderwirtschaft, ja. Ja. Aber wir müssen ja auf jeden Fall, ich meine, wir können Rotate Crops machen. Emma. Der Rest ist halt einfach total unfruchtbar, ne? Fallow bedeutet leer lassen, ne? So. Oder würdet ihr eins Fallow machen? Ja, Fallow heißt leer lassen, genau. Aber es ist halt die Frage, bei Dreifelderwirtschaft meine ich, ist ja immer auch, also jedes dritte Jahr wird meines Erachtens bei einer Dreifelderwirtschaft leer gelassen, damit es sich erholen kann.
das Feld die Fruchtbarkeit zurückgewinnen kann. Die Frage ist, ob ich das hier auch machen muss oder ob ich einfach... Ob es reicht, wenn ich jedes Jahr was anderes anbaue. Aber gut. Ich brauche erstmal hier... Guck mal, 4 haben wir. Das heißt, wir können, glaube ich, jetzt... die Farm bauen. So sieht das aus. Guck mal. Bauen wir jetzt hier die Farm. Sehr schön. Und wir haben doch auch, guck mal, hier haben wir nämlich die Granary. Das ist ja auch perfekt eigentlich. Die ist direkt neben der Farm. Sehr schön. Wie umfangreich ist die Demo? Die Demo ist sehr umfangreich. Es fehlt der komplette militärische Aspekt und so weiter. Aber was das Bauen angeht, alter Schwede, ich meine, das Bauen alleine rechtfertigt schon für andere Spiele einen Vollpreistitel. Und wie gesagt, da fehlen die ganzen anderen Dinge noch. Und du kannst total weit spielen offensichtlich. Aber du kannst nicht abspeichern. So, das ist der natürliche Begrenzer. Du müsstest das Spiel immer laufen lassen. Workforce Limit 4. Also ich könnte noch ein zweites Feld errichten. Das stimmt natürlich. Die kosten nichts. Dann bauen wir das doch hier, oder? So. Noch ein zweites Feld. Ja, dann machen wir hier das gleiche, oder was? Gleiche Rotation? Oder machen wir es irgendwann mal Fellow? Ich weiß es nicht. So, hier wird jetzt erstmal gebaut. 39. Oh, Essen geht ein bisschen runter. Oh nein, der Winter ist da! Der Winter ist da, der Winter ist da. Aber wir haben auf jeden Fall Fuel for 12 months und Food for 2 months. Das ist okay. Ich glaube, niemand muss verhungern. Das sollte schon irgendwie funktionieren. Wir müssen nur das hier irgendwie fertig kriegen vorm Frühling, damit wir auch... Beziehungsweise, ja. Ich weiß gar nicht. Muss man hier noch... Nee, das würde ich... Okay. Die Beackerung des Feldes wird vermutlich dann über das Farmgebäude gesteuert, nehme ich mal an. Das heißt, es ist schon wichtig, dass es jetzt zum Frühling fertig wird, wie im Dezember. Alle anderen, ja, das ist auch, genau, das ist ja auch fertig. Die einzige Baustelle ist jetzt gerade diese Farm. Der Schneefall, oder? Ist das nicht schön? Das ganze Spiel ist einfach so wunderschön. Oh, einfach mal ins Haus eingedrungen hier. So, das ist genau hier. Das hätten wir fast vergessen. Tannery. Da fehlt uns eine Familie. Bedeutet, wir müssen irgendwo wieder was rausnehmen. Sonst können wir hier gar nichts produzieren. Im Zweifel nehmen wir mal einen hier raus. Und der müsste jetzt instant da in die Tannery gehen. Das ist gut, das macht er. Und der wird dann diese Lederklamotte herstellen. Davon haben wir hier im Lager. Wir haben 64 Pelz, die kann der direkt weiterverarbeiten. Das sind auch schöne kurze Wege. Und sobald das angelaufen ist, können wir dann noch jemanden hier im Markt diese Sachen auch verkaufen lassen. Aktuell wird nur Brennholz zum Heizen verwendet. Kleidung ist nur ein Bedürfnis zwecks Zufriedenheit. So sieht das aus. Genau. So, hier ist unser Logging Camp. Da sind 2. Wie sieht das aus? 4. Okay, wir haben ein Timber, aber hier liegen 4. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die noch ins Lager gebracht werden müssen. Nee, oder? Also hier liegen jetzt 4 und angezeigt wird einer. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ehrlich gesagt. Jakob ist ja noch da. Kannst ja mal... Jakob, ist das eigentlich ein Bug?
Das Holz muss erst ins Lager. Ist kein Bug. Okay, wir Ochse. Okay, der Ochse muss es ins Lager bringen. Okay. Da ist der Ochse. Da ist er. Okay, er hat viel zu tun. Vielleicht brauchen wir einen zweiten Ochsen irgendwann. Vielleicht muss auch dieser Ochsen, das Ochsenlager auch mal ein bisschen mehr. Obwohl, das ist eigentlich schon recht dicht am Storehouse. Vielleicht baue ich ihn hier hin. Okay, ist kein Fehler. Drei Holz sind noch für den Bau reserviert. Ah, okay. Deswegen werden die nicht angezeigt. Okay. Dankeschön, Jakob. Die sind also schon reserviert. Deswegen. So, wie sieht denn das hier aus? Lass uns mal angucken, wie so ein Haus gebaut wird. Wollen wir uns das mal in First Person angucken? Ich liebe es. Guck mal hier. Hallo Leute, ihr baut mal wunderschön hier bitte das Farmhaus. Wir fassen natürlich nicht mit an, wir sind der Adel. Wir machen uns nur unseren Umhang dreckig. Aber wir beaufsichtigen hier mal. Gut, macht ihr das, Leute, sehr schön. Denkt immer dran, wir müssen das vorm Frühling fertig bekommen. Damit wir die Felder bestellen können, sonst müsst ihr Hunger leiden. Das ist also auch in eurem eigenen Interesse, wenn ihr hart arbeitet. Okay, Männer. Ich erwarte Ergebnisse bis Januar, spätestens Februar. Hammer. Und wenn das irgendwann komplett das Dorf riesengroß ist, ne, und ihr könnt dann mit eurem Dorfvogt da langlaufen, es ist einfach, ach, ich bin in Liebe mit diesem Spiel. Es ist wirklich, wirklich ein großer Spaß. So, die Felder sind gar nicht zu erkennen hier unter dieser Schneematschepampe. Wie sieht's aus? Fuel ist gut, Brennholz läuft. Wir haben Dezember, jetzt ist bald Weihnachten. Nahrung ist da, das ist da, das ist gut. Unser Jägersmann findet auch genug Beute. Gibt noch genug Animals. Wie sieht's denn aus mit unserer Klamottenproduktion? Ist diese langsam mal... Oh, hier, guck mal. Hier wird das Leder gegerbt. Friedlein gerbt das Leder. Das ist sehr, sehr schön. Bedeutet, hier ist endlich mal die Produktion angelaufen. Und ich bin mir nicht sicher, werden eigentlich reicht das... was? Low on Food, Traveling Hunting Camp. Nee. Aber bin ich ja nicht. Ich habe doch nur 56 Food, ist doch gut. Ich frag mich gerade, die stellen ja Leder her. Oh, Low on Supplies. Storage Limit reached. Hm, was ist das Problem gerade? Ich dachte eigentlich, das ist eigentlich, sieht ganz gut aus. Nahrung wird dir übrigens auch nur diejenigen oben angezeigt, die noch frei verfügbar sind. Alles, was die Leute schon in ihren Häusern lagern, zählt oben in die Zahl nicht rein. Ja, das ist ja dann umso besser. Aber dann habe ich doch, dann verstehe ich hier Low on Supplies gerade nicht so ganz, weil ich gefühlt hier eigentlich ja genug Supplies habe. Oder Food for one month. Naja, ich habe hier noch, keine Ahnung, gefühlt habe ich genug. Also ich habe 63 Meat und 58, da sind dann die 5 Meat, die sind schon eingelagert in den Häusern und sind dann dort in dieser Zahl schon abgezogen. Naja. Ach, sieht so schön aus. Guckt euch an, der Winter ist da, Leute, der Winter ist da. Ihr Jakob ist wieder am Start. Vielleicht muss ich noch einen zweiten Ochsen bauen. Kann man das eigentlich? Ja, ne? Da. Hitching Post. Use to control Ochsen. Ochsen help in logistics by transporting construction timber. And can help with moving harvested crop to the granary quicker. Kriege ich da aber einen neuen Ochsen auch, oder wie? Oder ist das nur die Post, das Dingsbums? Ist da ein neuer Ochse bei?
Nicht, dass ich sie so baue. Was? Nee, es ist, oder das ist nur die Station. Ist ein Ochse bei? Jakob, ist ein Ochse bei? Ochsen kannst du nur kaufen. Und maximal kannst du 2 in der Demo haben. Hm. Okay, das heißt, da brauchen wir erst einen Händler für. Solange muss Jakob das alleine machen. Na gut, er ist aber auch ein guter Ochse. Also muss man wirklich sagen. Was Jakob hier schon für die Siedlung getan hat, ne? Das können die dem gar nicht zurückzahlen an Gnadenbrot. Ich hoffe mal, dass die den leben lassen. Und am Ende ihm irgendwie seinen Alterswohnsitz auf der Weide bauen. Also ohne Jakob wäre hier einfach überhaupt nichts los. So, genau. Meine Frage war bezüglich der Tannery. Ich habe jetzt hier dieses Lederzeug. Reicht mir das schon? Oder muss ich noch so eine Art Schneider bauen? Damit das Leder überhaupt weiterverarbeitet wird. Das ist ja genau Tannery. Weaver Workshop. Converts wool into yarn and flax into linen. Das ist es also nicht. Das ist Trading Post. Das brauchen wir auch. Livestock Trading Post. Oh, es gibt ja noch so viele geile Sachen. Oh, kann man auch Stadtmauern bauen? Oh, geil. Ich glaube, man kann Stadtmauern bauen. Kennt Nils schon die Ansicht, für wie viele Monate er Feuerholz und Food hat? Ja, hier oben, da, ne? Ich verstehe es nicht ganz ehrlich gesagt, weil ich finde, dass ich gut unterwegs bin mit Food. Ich hatte hier noch nie, also ich war auch schon unter 50, mal eine Zeit lang. Und ich hatte nie irgendwelche Loan Supplies Meldungen. Und ich habe hier 11 Monate Fuel, das kann ja dann nur an dem Food liegen. Und da habe ich eigentlich genug, deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Für 33 Leute, ja. Stimmt, ich habe ja auch neue Häuser gebaut, von daher stimmt das. Wahrscheinlich kommt die Meldung, sobald ich unter 2 Monate Versorgungssicherheit falle. Und dann ist das vermutlich dadurch zu erklären. Ich habe jetzt ja auch mehr Leute, 33, vorhin hatte ich deutlich weniger. Aber ich fühle mich trotzdem ganz sicher, weil das Wild wird ja durchgehend gejagt. Und noch habe ich ja auch keine Überwilderung zu befürchten. Also sieht okay aus. Die Farm dauert echt lange, merke ich gerade. Ist natürlich auch riesig. Da ist ja wieder der Jakob. Jakob ist MVP. Ich würde gerne irgendwie so einen Weg, zumindest eine Straße oder einen Weg nach ihm benennen. Wie wäre es mit Jakobs Weg? Hätte er sich verdient, oder? So, das muss fertig werden, damit wir endlich unsere Getreideproduktion hochfahren. Dann benötigen wir aber natürlich noch vermutlich eine Windmill und dann noch einen Oven. Die kostet 4 und die 2. Also das bringt alleine nichts, aber so, wir haben dann auf jeden Fall schon mal Getreide, was wir dann vielleicht irgendwie lagern können und dann müssen wir diese beiden Sachen natürlich auch noch bauen. Das geht mir immer noch nicht schnell genug. Vielleicht brauchen wir wieder mehr Häuser. Wir brauchen mehr Einwohner. Wir brauchen mehr Holz. Mehr Holz. Ich mache ein bisschen schneller. Gucken wir uns mal an hier, das Farmgebäude, guck mal. Oh nein, jetzt passiert wieder nichts, ist auch Winter, ne? Da hat man weniger Tageslicht. Ja, da ist er wieder, der Jakob. Je weniger Tageslicht man hat, desto weniger Stunden können an einer Baustelle gearbeitet werden. Weil früher hatte man eben irgendwelche komischen Scheinwerfer. Oh, sieht gut aus, oder? Ist gleich fertig, Erhard. Heißt der auch Jakob? Der Typ heißt auch Jakob. Der heißt genauso wie der Ochse. Guck mal, das ist in dem Dorf werden die Kinder schon nach dem Ochsen benannt.
Weil der Ochse so große Dankbarkeit und Anerkennung erfährt in diesem Dorf, werden die Kinder nach ihm benannt. So, in allerkürzester Kürze ist das hier fertig. Jetzt. Nice. Farm ist finished. Oh Gott, jetzt müssen wir natürlich dementsprechend auch echt viele Leute. We need more workers here. Ja. Freimachen. Guck mal, in der Granary habe ich nicht mal jemanden angestellt. Ich muss dringend neue Wohnhäuser bauen. Um neue Wohnhäuser bauen zu können, brauche ich mehr Holz. Brauche ich mehr Holz. Eins, zwei, drei. Hier brauche ich auch keine Zwischenwege. Weil da ist eh hier diese Klippe. Also muss ich hier auch nichts freilassen. Tschuk, 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 tschum. Und dann können wir so rum, ne? Bis hier. Und hier könnte ich so noch rum. Why not? Wenn wir so die Straße noch nach links ein bisschen wegziehen, könnte ich vielleicht. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen. Ne? So. Das passt schon. Dann bauen wir hier Haus, damit wir mehr Leute bekommen. Mehr Leute brauchen aber auch mehr Nahrung. Das ist ein Teufelskreis, ne? Ich brauche die Leute, um die Industrie zu besetzen. Dann brauche ich aber mehr Industrie, um die Leute zu ernähren. Und dadurch brauche ich wieder mehr Leute. Also es ist schon wirklich nicht so einfach, das perfekte Balancing zu finden. Wie weit gehe ich mit diesem Hufeisen? Gehe ich quasi noch um den Holzfäller rum, so. Könnt ihr auch so rumgehen und dann in der Mitte noch eine so eine Straße machen. Hier sollen ja eigentlich die gesellschaftlich relevanten Gebäude hin. Ich könnte auch das nochmal umstellen und sagen, ich schließe den Kreis so mit Wohnhäusern und hier kommen dann kommt die Taverne und die Kirche und so hier irgendwie hin. Könnten wir auch machen. Würde ich dann dementsprechend die Holzindustrie könnte ich auch noch mal ein Stück nach hinten setzen. Ich glaube, ich kann ja theoretisch alles versetzen. Nee, das nicht. Das auch nicht. Okay, ich kann einfach doch nicht alles versetzen. Also Tannery stellt Pelz her. Reicht das? Hier, Leather, okay. Okay, die verkaufen hier Leather. Das ist gut. Dann können die da auch Kleidung verticken. Ja, das ist doch in Ordnung. Hier werden auch noch... Ja, wir brauchen dringend neue Menschen, ne? Und wir brauchen mehr Holz. Das dauert zu lange. Weil ihr müsst schneller hacken. So, wie mache ich jetzt hier die Kurve um das Dings rum? Ich glaube, ich würde diese Straße hier... Ne, warte, das ist ja die große Straße. Die kann ich gar nicht löschen, ne? Oder kann ich die löschen? Dass ich hier so ein bisschen... so rumgehe. So. Ich glaube, ich kann die wahrscheinlich nicht löschen. Also so. Wir experimentieren mal ein bisschen rum. Nils, als du heute angefangen hast, das zu streamen, habe ich es mir ebenfalls geladen. Heute habe ich nichts anderes gemacht, als das zu zocken und dir dabei zuzusehen, sagt Gokugin,
Ey, das freut mich. Das macht mich irgendwie glücklich. Ich weiß auch nicht. Das finde ich schön. Danke, dass du mir das nochmal gesagt hast. Finde ich irgendwie eine schöne Geschichte. Das macht mich irgendwie glücklich. Weil das ist auch eine Sache, irgendwie, ja, da influenze ich auch gerne. Weil irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn man hinter was steht und das gerne macht und so, dann, ja, finde ich das schön, dass du davon in den Bann gezogen bist. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das am besten mache. So, kann ich jetzt theoretisch dieses Stück... King's Road, okay, cannot remove. Ja, das habe ich fast befürchtet. Das ist die Straße des Königs. Ja. Mal gucken, wie ich denn... Ach, jetzt brauche ich natürlich das Holz. Und... So. Und hier so Häuser rum, wa? Dann hier so eine... Ah, da darf ich nicht. Okay, aber hier könnte ich durch, genau. Guck mal. So. Was ist das? Achso, das ist okay. Und... Komme ich hier durch? Ja, ne? Oh ne. Was? Ich dachte, ich könnte hier durchkommen mit einem kleinen Weg. Die sind doch in aller Regel nicht so groß. Gibt es nicht auch kleine Straßen? Warum ist das denn so breit auf einmal? So einen kleinen Feldweg? Ne, passt nicht. Okay, schade. Er muss ja eigentlich auch nicht. Okay, diese Straße ist ja. Geht ja durch. Passt schon. Naja, das passt schon, das ist okay. Ich habe es auch schon bei allen meinen Streamern in die Vorschläge reingehauen und sagt, Jörg, na siehste. Entweder du bist zu leise oder die Ingame-Musik zu laut. Wir können die Ingame-Musik gerne noch ein bisschen leiser machen. Die soll ja nicht nerven. Moin, jetzt weißt du, wie es um Morton Manor steht. Ob und wann es weitergeht. Morton Manor wird irgendwann weitergehen. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie da so die Zeitpläne sind, aber das wird natürlich irgendwann weitergehen. Davon bin ich sehr überzeugt. So, das wird hier gerade gebaut. Wir machen mal ein bisschen vor. Zeit ein bisschen vorspulen. Ja, oh, da ist Jakob. Das ist gut, es geht voran. Wir brauchen mehr Holz. Nach wie vor das große Problem. Ich überlege, ob es irgendwie Alternativen gibt für diese Holzindustrie. Hier haben wir auch noch ultra viel, aber die Wege sind dann so weit für das Holz. Ich will auch nicht zu sehr hier eingreifen in die Wildnis, ne? Also das Vieh braucht ja hier seinen Wald. Hier ist auch noch sehr, sehr viel dichter Wald. Ich meine, es mangelt ihnen ja hier jetzt nicht an Bäumen. So ist das ja nicht. Oh, jetzt auf einmal 8? Oh Gott. Auf einmal 8. Low on supplies. Work area empty. No more resources together in the work area. Was? Warum? So. Okay, irgendwas ist gerade passiert. Wir haben jetzt auf einmal 8. Gut, ich habe ja auch schnell gemacht, ich Trollo. Das ist passiert. Dann haben wir jetzt hoffentlich
das Ding hier besetzt, ne? Jupp, da arbeitet jemand, das ist gut. Die Bedürfnisse werden auf jeden Fall jetzt angegangen. Da hatten wir vorher schon jemanden. So, ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, die beiden Sachen nochmal umzusetzen. Und die vielleicht hier irgendwie in dieses Waldgebiet, da ist natürlich auch so abschüssig. Wir könnten es hier reinsetzen. Und dann könnten wir hier einen Weg in diese Gegend setzen. Hier die Holzhütte bauen. Also ich glaube, ich werde das jetzt machen. Das ist hier langfristig kein guter Ort. Hier ist mehr Wald. Und ich werde das Ding jetzt umsetzen. Mal gucken. Ist nicht unriskant. Ich gucke erstmal, ob ich hier die Straße da... Ne, ich will mal weiter bauen. Guck mal, die kriegt man hier doch gut rein. Was ist los? Und fehlt's. Was ist jetzt hier los? Ist es zu steep? Na, warum kann ich jetzt hier nicht bauen? Zu steil? Die Frage ist, wenn ich jetzt... Ich probiere mal, ob ich überhaupt bauen kann. Oder ist das hier zu steep? Too steep, ja, Mist. Hier oben könnte ich hin. Ja, ich meine, hier ist mega viel Wald, ne? Könnten wir es auch hier einfach hinsetzen? Warum denn nicht? Kann ich nicht eigentlich auch, wenn ich das jetzt abreiße, kriege ich dann meine Ressourcen zurück? This is a very work in progress feature. Please use sparingly. In the final game there will be a proper demolition process. Deleting snapped mana models might leave gaps. It teleports resources to the nearest building to save them. Okay, das ist eigentlich das, was... wir machen das anders. Ich riskiere das jetzt hier nicht, wenn da schon so eine Fehlermeldung kommt. Wir machen hier jetzt die Holzfällerindustrie hin. Hier oben. Aber warte, bevor ich das mache, checke ich erstmal, ob ich da den Weg hochkriege. Och, come on. No. Es muss eine Möglichkeit geben, hier den Weg runterzukriegen. Relocate ist de facto auch demolish. Okay. Ich muss doch hier irgendwie die Möglichkeit haben. Kann man das nicht so serpentinartig irgendwie regeln? Ich muss doch hier auf diesen Berg raufkommen. Vermutlich einfach sehr großzügig um die Hitbox der Klippe drumherum. Ich will ja nicht großzügig sein. Ich will ja... Wie komme ich um dich rum? Ich probiere jetzt mal diverse Winkel aus. Das ist nicht einfach. Ich will da auf den Berg rauf. Das ist natürlich wirklich sehr steil. Ich verstehe das. Alternativ. Wo kann ich das Gebäude überhaupt bauen? Mal gucken. Hey. Also hier ist ja auch über... Da? Warte mal, wenn ich es hier...
nicht nirgendwo vernünftig runter. Du musst weiter links die Straßen setzen und dann Serpentin. Ja, das habe ich befürchtet. Aber Serpentin sind natürlich... verlängern ja die Produktionszwege immens. Vielleicht wenn wir so... So. Okay. So, ist natürlich nicht perfekt. Aber dann probieren wir das mal. Remove it, move it. Nicht Forrester hat erstmal die hier. Remove it, relocate building. Und dann kommst du mal hier hin. Ja, wieso nicht? Und dann. Können wir das hier auch mal relocaten? Die Försterhütte, die kommt dann. Da direkt daneben. Da machen wir hier unsere Holzindustrie. Da ist eine Menge zu finden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weiter Weg jedes Mal. Sodass ich eventuell noch ein weiteres Storehouse hier errichten sollte. Auf dem Wege. Frage ist, wo kann ich das machen? Hier direkt. Oder weiter unten. So auf halber Distanz. Vielleicht nicht schlecht, hier noch ein Storehouse zu bauen. Wald vor Wild. Was? Mach weiter unten, meinst du? Also hier kann ich nicht so richtig... Ihr seht, es ist too steep. Ich kann... Hier ist das... unterste sozusagen, oder halt hier wieder direkt hier unten, aber dann haben wir natürlich das hier auch schon wieder fast in Reichweite. Ich könnte es hier hinsetzen oder halt hier, ne, da am Fuß der Kurve ist nice, ne, finde ich irgendwie auch. So, jetzt haben wir hier drei Gebäude, die müssen natürlich erstmal wieder gebaut werden, dafür benötigen wir ein bisschen Zeit, ein bisschen Arbeitskraft. Und den ganzen Quatsch hier, den können wir ja fast schon dann abreißen. Und dann bauen wir diesen Kreis hier zu mit Häusern. Ah, ich frag mich, das Ding hier muss eigentlich auch umziehen. Ehrlich gesagt. Ich glaube, der kommt hier hin, der Ochse. Weil wir kommen, von hier ist die Holzindustrie, das ist schon besser, wenn der Ochse hier so ist, oder? Wir könnten natürlich hier auch noch ein schönes Bauernhaus bauen. Und den Ochsen dann hier so machen. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Ochsen. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Ochsen. Rommel the Cat, herzlichen Dank für deinen Prime. I think I need a Ochse. Second Ochse, die muss ich mir dann kaufen. Für den Moment kommst du mal hier hin. Gott, ey, ich zu viele Aufträge auf einmal. Nein, er weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Ja, kommt der Ochse. Ich glaube, wir sollten dem Ochsen mal die höchste Priorität einräumen. Ach so, der wird gar nicht, der ist automatisch schon fertig. Der muss nicht konstruiert werden, oder was? Das ist natürlich sehr, sehr gut. We need more workers here.
Ja, machen wir mal so. Jetzt muss erstmal gebaut werden, was? Da haben sie eine Menge zu tun. Keiner hat Bock, da so hochzulaufen, die Serpentinen. Ah, da ist er. Okay. Guck. Und schlepp und schlepp und schlepp. Und rauf da. Oh Gott, die Serpentinen. Ist das ein weiter Weg? Oh Mann, ey. Das ist echt weit weg. Das sieht so dicht dran aus, aber es ist wirklich sehr weit weg. Dafür, dass es so eine wichtige Produktionsstätte ist. Naja, aber guck mal, der Schnee taut. Der Frühling kommt. Der Frühling kommt. Wir haben bereits Februar. Wie sieht's denn eigentlich aus mit unserer Farm? Da wird ja demnächst dann auch ausgesät werden. Wir haben hier zwei Arbeiter, das ist doch fantastisch. Die können ja zumindest mal ein bisschen was leisten. Muss ich noch irgendwas einstellen? Oder machen die das automatisch? Ich denke, das machen die automatisch, oder? Muss ich denen hier die Area zuweisen? Automatisch, ne? Super, danke. Die arbeiten erst im März. Ja, aber das ist gut. Aber wir haben ja schon Februar. Da muss man mal auf Nummer sicher gehen. Wenn man sich dann erst im Frühling anfängt, drum zu kümmern, dann ist die Aussaat vorbei und dann ist die komplette Ernte ruiniert. Ah, hier wird zur Abwechslung auch mal was verkauft. Das ist doch gut. Heinz, Seller Waiting. So. Unser Hitching Post und. Ah, hier, das ist gut. Das ist bald fertig. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ein bisschen schneller. Nahrungsmittel sind bei 37. Das ist bedenklich wenig. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wir werden natürlich jetzt hier immer mehr konsumieren, je mehr Leute hier natürlich einziehen. Wir sind mittlerweile bei 36. Aber das ist dann doch recht schnell gegangen. Wir haben unser Jagdhaus hier. Und noch zwei. Okay, deswegen. Wir haben nämlich die Dings erreicht. Die Grenze zum Jagen. Wir machen das mal so. Wir ziehen den dann hier raus. Dann kann sich das Wild erholen. Zack. Und dann gehen beide hoffentlich jetzt hier rein. So ist es. Und können hier wieder auf 20 runterjagen. Und in der Zwischenzeit geht es hier wieder ein bisschen rauf. Und wie sieht's aus? Holzfällerhütte ist gleich fertig. Guck mal. Sehr schön. Ist das Spiel übersichtlich genug? Sieht auf den ersten Blick so aus, als könnte man sich leicht verlieren, sagt oder fragt Silas. Nö, ich finde es sehr übersichtlich, ehrlich gesagt. Also man identifiziert sich auch irgendwie mit den Gebäuden, weil die so, ja, so individuell sind und weil man beim Bauen so schön zugucken kann. So, wir brauchen zwei Arbeiter im Logging-Camp. Und das muss auch fertiggestellt werden. So, jetzt finden wir keine Arbeiter. Das ist natürlich zum einen der Tatsache geschuldet, dass keiner Bock hat, jeden Tag diesen Berg hoch zu wandern. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt Arbeiter neu eingeteilt für die. Wo haben wir denn gerade Arbeiter? Ach so, für die Felder vielleicht. Das kann sein, dass die Arbeiter, die gerade Holzfäller waren, die sind in der Zwischenzeit hier zur Farm gegangen. Und das ist ja auch okay, weil die müssten jetzt so langsam mit der Aussaat. Da sind sie, mit der Aussaat beginnen. Hammer. Oh, das ist ja so geil. Was für eine matschige Angelegenheit. Und das war so eine harte Arbeit. Guck mal. Und auf dem anderen Feld arbeiten die hier. Die Fritzi arbeitet hier auf diesem Feld und die anderen arbeiten hier schön getrennt von dem kleinen Grünstreifen, damit die sich nicht in die Quere kommen. Und ich mag auch Konkurrenz, dass die, okay, die arbeiten an dem Südfeld, die arbeiten an dem Nordfeld und dann immer wird so ein bisschen geguckt, oh Mist, die haben viel mehr geerntet als wir. Ist gut für die Konkurrenz. Aber wir brauchen dringend Arbeiter für die Holzhütte. Da müssen wir mal gucken, wo wir vielleicht jemanden rausschmeißen könnten. Lass mich mal überlegen. Wo schmeißen wir jemanden raus? Marktplatz.
Vielleicht noch zwei Wohnhäuser mehr, ja, auf jeden Fall. Wohnhäuser sind immer wichtig und gut. Also. Frage ist, muss ich eigentlich nochmal, wo ich hier gerade das Wasser vorkommen sehe, braucht man irgendwann nochmal einen zweiten Brunnen? So, da baust du das. Wir können hier eigentlich direkt noch einbauen. Eins, zwei, drei. Der ist größer dann, ne? Oder täuscht das? Die Parzelle. Geil. Das sind halt nicht alle gleich groß. So, dann haben wir wieder mehr Arbeiter, aber auch wieder mehr hungrige Mäuler zu stopfen. Und das neigt sich hier bitter dem Ende zu. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Wir brauchen ganz dringend jetzt Ernteerfolge. Und mit den Ernteerfolgen kommt natürlich dann auch... Ah, hier haben wir auch niemanden drin. Ach du meine Güte. Kommt natürlich dann auch die Notwendigkeit einer Mühle und eines Bäckers dazu. Das müssen wir auch noch errichten, sonst bringen uns diese Felder und ihre Erträge ja schon mal gar nichts. Haben deine Häuser Hühner oder Ziegen? Nee, haben wir leider nicht. Aber ich glaube, wir können, by the way, hier eine Iron Deposit. Da können wir doch, glaube ich, auch eine Mine bauen. Mining Pit. Oder wie ist das gedacht? Ja, ne? Wenn ich jetzt hier eine Iron Pit baue, dann kann ich Eisen herstellen und dann kann ich, ein Smithy bauen, genau, und dann kriege ich Tools und mit den Tools kann ich die Dinger bauen. Das heißt, dann wäre ich mehr in puncto Selbstversorgung unterwegs. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, ne? Einfach da so rauf. Die Öffnung zum Dorf hin. So. Zack. Und dann machen wir mal die Straße. Einfach so runter, ne? Jo, jo, also der Ochs ist hier, ja, es ist ein weiter Weg. Einen schönen Abend dir auch, Mr. Snowfall. Also wir haben noch eine Menge zu tun. Wir müssen auf jeden Fall den Essen, also diese Produktion von Werkzeug mal in Gang bringen. Da müssen wir noch eine Taverne bauen, die Bierproduktion bauen. Wir müssen die Kirche bauen. Wir müssen den Markt, also diesen Handelsposten bauen. Das ist eine Menge zu tun. Dieses Dreieck, ist das in der Form so nötig? Das sieht natürlich echt nicht schön aus. Zum Beispiel das hier. Dieses kleine Stückchen hier. Hm. Ja, das ist jetzt blöd. Das hätte ich eigentlich... Wieso ist denn da der Eingang eigentlich? Den hätte ich lieber hier. Aber ich glaube, ich kann das Gebäude nicht mehr nachträglich drehen, oder? Nö. Schade. Ja, ist es, was es ist, ne? Nicht perfekt. Aber für den ersten Durchgang geht das jetzt gerade nicht besser. So, und dann machen wir mal schön hier so gerade runter. So. Das ist nicht gut. So. Ja, da wird natürlich jetzt erstmal sehr, sehr viel konstruiert werden müssen. Wir haben die Eisenmine, wir haben dieses Haus, zwei Häuser und hier haben wir die Försterhütte, die noch nicht fertig ist. Wir warten hier auf Arbeiter.
Okay, ich muss mal irgendwo irgendwen rausschmeißen. Ich glaube, da Lack und Leder wird nicht verkauft. Du gehst mal raus jetzt. Ich habe keine Alternativen. Wir müssen vorankommen. Ich brauche dringend die Leute. Im Storehouse. Wo kann man nochmal jemanden rausschmeißen? So, da arbeitet zumindest jetzt mal einer wieder dran. Und wir müssen ja auch den Förster auch noch wiederholen. Hier muss... die müssen jetzt arbeiten, auf jeden Fall. Die kann ich nicht rausziehen. Hier arbeitet eh schon keiner. Die Jägersleute kann ich auch nicht rausziehen. Den Typ für das Brennholz schon gar nicht. Da brauche ich eher mehr als weniger von, weil diese Eisenverarbeitungsindustrie benötigt auch Brennholz. Plus halt eben die Bewohner. Also da hilft wieder nur mehr Menschen. Mehr Menschen. Die hier müssen mal dann bearbeitet werden. Das dauert gerade echt irgendwie lang. Die Wege sind weit. Der Ochse Jakob muss eine große Strecke zurücklegen. Wir machen auch mal ein bisschen fast forward. Gucken, was jetzt hier passiert. Ah ja, da, guck. Und fertig. Sehr, sehr gut. Da benötigen wir natürlich auch wieder einen Förster. Einfach weil das jetzt hier auch mal dauerhaft so bleiben soll. Ich kann mir theoretisch auch überlegen, ob ich die ganze Industrie nach da oben verlagere und eben auch hier den Typ da hochziehe. Förster erstmal Förster sein lassen. Ja, das stimmt. Ich will nur nicht wieder in eine Situation kommen. Ich meine, da ist eh gerade kein Platz frei, ne? Ich will ungern in die Situation kommen, dass... Oh, Storehouse. Ist fertig. Das war hier das. Genau, da habe ich jetzt auch kein frei. Genau, dass der hier alles, dass die hier alles kahl schlagen und ich komme da nicht hinterher mit dem Forester. Und dann habe ich hier das Problem, dass da nichts mehr ist. Das will ich eigentlich von vornherein verhindern. Aber wir haben jetzt hier einige Wohnhäuser, die jetzt hier auch gleich fertig werden. Und dann haben wir wieder neue Kräfte. Wir müssen an die Nahrung ran. Das wird uns sonst gleich das Genick brechen. Wir müssen an die Nahrung ran. Ich muss eigentlich wieder noch einen dritten Jäger einstellen. 28 und 27. Ich muss jetzt eigentlich einen dieser Leute hier direkt wieder als Jäger anstellen. Muss ja möglich sein, wenn das jetzt hier fertig ist. Hat er den Förster zuerst bedient, ne? Ja, er hat den Förster zuerst bedient. Nee. So leid es mir tut, aber das muss jetzt der Jäger machen. Da muss man einfach Prioritäten setzen. Okay, wo ist er reingegangen? In welches Gebäude ist er jetzt reingegangen? Bei diesem anderen Förster? Wo ist der Typ da reingegangen? Hier haben wir eh keinen. Ich habe keine Ahnung, in welches Gebäude der sich zurückgezogen hat. Korn ernten, mahlen und zu Brot machen sollte das Nahrungsproblem senken. Dann muss, glaube ich, noch ein Brotstand am Markt aufgestellt werden. Ja, da arbeiten wir gerade dran. Es wird ja erst im... Wann ist Erntezeit? Im Herbst, ne? Im September oder so. Wird geerntet. Da ist ja echt noch lange Zeit, aber wir müssen natürlich jetzt wirklich eigentlich schon langsam mal anfangen. Und da haben wir gar nicht die Ressourcen, dann schon mal so langsam die Mühle zu bauen und den Bäcker. Bester Weg zur Nahrung ist Werkzeug und dann Gärten in die Höfe. Genau daran arbeite ich auch. Hier, wie du siehst. Ist aber noch... Ne, warte mal. Ist noch nicht fertig, oder? Mining Pit, oder ist das Ding fertig? Nee. All Workers Busy, genau. Das ist noch nicht fertig.
Das war eben, habe ich eben auch gesagt, wenn ich jetzt da mit Eisen an die Werkzeuge ran kann, kann ich in allen Vorgärten hier irgendwelche Farmen bauen. Dann können die sich ein Stück weit auch selbst ernähren. Aber bis es soweit ist, müssen wir jetzt erstmal da über Jagd noch was abfrühstücken. Und dann können wir uns... Hier ist diese Eisengeschichte. Dann bauen wir das entweder direkt hier daneben. Das hier. Smithy. Also den könnten wir direkt hier bauen. Oder wir bauen ihn halt hier und dann ist das hier einfach so unser verarbeitendes Gewerbe. Aber ich denke, es kann man, kann ich den Smithy, kann man eigentlich direkt daneben bauen. Oder so auf halbem Weg. Aber hier sollen ja die Häuser sein. Also hier könnte ich den Smithy bauen eigentlich. Und dann theoretisch vielleicht noch ein Storage oder so. Und weitere Felder stellen, sodass du nächstes Jahr auch wieder Korn anbauen kannst. Stimmt, ja. Du hast recht. Oh, ach, eine Schmelze brauche ich auch noch. Wo ist die Schmelze? Das ist ja die Pit. Wo ist die Schmelze? Da, Bloomery. Oh, ja. Ich brauche Bloomery und dann das. Du hast völlig recht. Ja, das kann ich ja beides dann hier nebeneinander machen. Bloomery und dann das. Zack. Dann haben wir alles hier zusammen und dann eventuell noch ein Store. Aber hier ist das Store aus. Das sollte reichen. Und ich kann jetzt ja übrigens diese Wege auch neu machen, anders machen. Könnte theoretisch hier einen so durchziehen. So. So. Einen kürzeren Weg. So. Das mit dem Brunnen nervt mich immer noch kolossal. Ich werde den irgendwann abreißen. Das geht so nicht. Der kann so nicht stehen bleiben, das ist ja fürchterlich. So, wir müssen hier mal vorankommen. Das Wohnhaus ist bald fertig. Hier arbeiten wenigstens 2 Leute. 12 Nahrung, da müssen wir echt schauen, dass wir da nicht in Bedrängnis geraten. So, dann machen wir fertig da. Das ist das nächste Haus. Oh, das Miese ist, ich kann da das... Ich kann ja nicht abspeichern. Ich kann aber auch nicht den Rechner einfach immer anlassen. Jetzt hier über Wochen. So, wir haben wieder 40 Leute, wir haben nur noch 5 Nahrung. Also wir haben ein massives Problem gerade. Was das angeht. Also, wir machen hier nochmal einen zweiten Jäger. Also haben wir 4 Jäger. Und ich setze mal das runter auf 15. Das ist jetzt eine akute Situation. Das können wir hinterher wieder rückgängig machen, behaupte ich. Und wir müssen... warte, wo ist jetzt hier jemand... Überleg, ob wir die Tannery mal eben kurz, ja. Die ist, glaube ich, kurz mal eben zu vernachlässigen. Da haben wir genug Lederzeug. Und es wird auch gerade nicht verkauft, also ist egal. So, wir müssen jetzt erstmal uns um Nahrung kümmern. Das ist das A und O. Allerwichtigste. Jetzt haben wir 2 Jäger und hier haben wir auch 2 Jäger. Jupp. So, und wir haben da, das Wild ist freigegeben bis 15. Das heißt, da kann jetzt eifrig gejagt werden und dann sollte eine Hungersnot vermieden werden können. Wir dürfen es nur nicht komplett depleten, sonst ist vermutlich der Bestand komplett hinüber. Der Hirschbestand. So, der geht jetzt hier runter und errichtet die Mine. Währenddessen haben wir wieder 2 Holz, das ist gut. Wie viele laufende Bauprojekte haben wir noch? Die Mine und das war's, glaube ich, ne?
Die Mine haben wir. Das ist hier alles fertig. Wir haben in dem Storehouse auch keine Arbeiter drin. Zwei da, also da passiert ein bisschen was. Warum auch immer er alleine ist. Ah, da kommen die ganzen Leute, guck. Oh, das geht voran, sehr gut. So, jetzt ist die Mine gleich fertig. Das ist gut, dann können wir im Prinzip gleich das mal weiterführen. Dann machen wir erst die Schmelze hier hin. Ja, okay. Dann haben sie direkt das nächste Projekt. Denn das Ding ist jetzt fertig. In Kürze. Jetzt. Sehr, sehr gut. Nun müsste ich natürlich hier auch jemanden zuweisen. Das heißt, ich müsste woanders. Was hier blinkt, meinst du? Ja, wir sind low on supplies. Das ist ein Problem. Weshalb hier angeblich eine... Irgendwas erreicht ist, verstehe ich nicht ganz, weil da ist natürlich überhaupt gar kein, also gar kein Limit erreicht in irgendeiner Form. Was ist denn, warum haben wir, die andere ist auch nicht besetzt, die zweite Granary, ne. So. Weiter an Prioritäten arbeiten. Irgendwann haben wir im Idealfall hier die Produktion mit den Werkzeugen, dann kommen wir glaube ich schon voran. Wir sind bei 6, also wir, das ist wirklich an der Kante. Es droht eine Hungersnot. Ich habe jetzt sogar die Werkzeugproduktion der Brotproduktion vorgezogen, weil wir können erst im September ernten. Das dauert einfach noch eine Weile. Und ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht vorab schon die Werkzeuge irgendwie bekommen können. Und dann haben wir eine Chance, hier jedem Haus quasi irgendwie eine Hühnerfarm oder irgendwas zu geben. Ich hoffe mal, dass sich der Nahrungsbedarf dann dementsprechend reduziert, weil das alles Selbstversorger sind. Das wäre natürlich gut. So, hier muss einfach mehr gearbeitet werden. Unsere Holzfäller sind zu faul. Das ist auch schon seit jeher ein Engpass. Da müssen wir eigentlich auch Prioritäten setzen. Wir machen mal dementsprechend ein bisschen schneller. So, einer fühlt sich zuständig hier. Wer denn? Ah, der Ochse, da kommt er. Naja, okay, ohne Holzlieferung kann hier gar nicht gearbeitet werden. So, Holz ist abgeliefert. Dementsprechend kommen sofort die Arbeiter von nah und fern. Guck mal, wie so eine Spinne zieht er die so in den Bau rein hier, die Arbeiter. Kann man irgendwie ganz schön sehen. Da mangelt es nämlich an dem nötigen Baumaterial. Und sobald das da ist, geht es dann auch schneller. So, fertig. Fast fertig. Guck mal. So, die Bloomery ist fertig. Wir haben ein Holz. Ich befürchte, wir brauchen für... Ja, für den Smithy brauchen wir zwei Holz. Und wir müssen eigentlich wieder mehr Leute bauen. Oder ich werde mal... Was, guck mal, wir haben jetzt ja May, oder? Also wir haben... Vielleicht können wir mal kurz hier den Verkäufer für Brennholz mal eben... entlassen, damit wir mal vorankommen. Wir müssen ja Minenarbeiter und alles einstellen. Sonst kommt... So, ein Minenarbeiter. Hier müssen wir einen einstellen. Da haben wir schon wieder nichts. Uiuiuiui. Wo ziehe ich denn Leute raus? Ich könnte aus dem Storehouse welche rausziehen. Brauche ich da jetzt dringend jemanden? Ist die Frage. Muss hier jemand sein? Wir haben eigentlich ganz andere Prioritäten. Wir müssen hier vorankommen. Die Werkzeugproduktion muss anlaufen. Ich habe doch jetzt schon so viele Sachen stillgelegt. Oh Gott, wir haben... Ach nee, 26 Food wieder. Okay, das geht voran, das ist gut. Du kannst mit Werkzeug nur die Gemüseerweiterung setzen, welche im Winter nichts produzieren. Hühner und Ziegen brauchen nach meinem Wissen 25... Ah, okay. Regional Health. Ja, Wohnhaus können wir natürlich immer noch errichten, aber wir brauchen ja auch ganz dringend Holz dafür und das haben wir nicht derzeit. Sind die Bauarbeiter fest als Bauarbeiter zugeteilt? Nein, immer wenn die nichts machen, dann
Zum Beispiel die hier vermutlich, die auf der Farm, die können gerade nichts machen. Weil ausgesät ist schon, es wächst auch schon schön, oder? Aber es ist noch nichts geerntet. Und ich nehme an, solange die hier halt nichts zu tun haben, verdingen die sich als Träger oder Bauarbeiter. Das ist ganz gut gemacht. Also, guck mal hier, da nehme ich jetzt auch mal einen raus. Das ist... Wir haben einfach zu viele andere Probleme gerade. Der kann eigentlich auch raus. Wir haben ja auch gar kein Eisen. Wir müssen erstmal überhaupt Eisen haben. Wenn ein bisschen Grundstock Eisen da ist, dann tauschen wir den oben und packen ihn in die Bloomery. Das Nadelöhr ist der Ochse. Ja, ich habe leider keinen zweiten Ochsen. Das ist das Problem. Ochsen kriege ich erst, wenn ich einen Trading Post baue. Glaube ich. Oh, live. Oder brauche ich einen Livestock Trading Post? Nee, das geht nur um Schafe. Das ist auch... Ich brauche alles. Ich brauche so viele Sachen. Leute, ihr habt ja keine Ahnung. Da ist Jakob wieder und wartet. Das ist gut. Das machst du gut, Jakob. Machen wir ein bisschen schneller. Es mangelt an Ochsen. Geht er jetzt ohne was? Nee. Was? Gehst du jetzt ohne was, Jakob? Nein. Zwei Timber. Das ist gut. Wird jetzt hier irgendwas? Ah, ja. Da wird abgebaut. Das ist gut. Guck mal hier. Sehr, sehr schön. Dann nehmen wir mal hier da einen dazu und mal hier mal sowas von einen weg. Das bedeutet, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, direkt daran zu arbeiten. Guck mal. Iron Ore ist da. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und wir haben drei Timbers. Das bedeutet, wir können jetzt hier auch endlich den Smithy bauen. Smithy. So. Das ist gut. Oh, guck mal, da arbeiten... Jetzt richtig viele, ich habe zwar nur zwei, aber den Leuten, den langweilig, also einige Leute sind nicht beschäftigt und die helfen hier aus, das ist auf jeden Fall fantastisch. Gaius! Vielen lieben Dank für den Raid, Gaius! Du kommst gerade rechtzeitig, denn wir spielen ein Spiel, was dir auch gefällt. Legionärswarane. Genau, die Legionärswarane. Wir spielen wieder Manorlords. Sind im Mittelalter und unser Dorf ist schon richtig prächtig. Das hier in diesem geschwungenen Hufeisen, das sind unsere Wohnhäuser. Hier haben wir das erste Farming-Gebäude und die Felder. Eisenverarbeitung ist hier. Hier oben ist mittlerweile die Holzverarbeitung und hier in der Nähe, hier in der Mitte haben wir noch die Tannery. Die kriegen wir leider nicht umplatziert, die könnte man abreißen, aber die stört mich auch noch nicht. Ja, und es wird immer anspruchsvoller, kann ich dir sagen. Kommst genau rechtzeitig. Habe den ganzen Montag nichts anderes gespielt als Manorlords. Und werde mir Samstag nochmal 8 Stunden für ein neues Dorf Zeit nehmen. Ey, es macht aber auch Laune, oder? Weißt du, wenn das irgendwann ein Multiplayer hat, Gaius, dann kannst du mal eine schöne Multiplayer-Runde organisieren. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Aber Multiplayer ist, ich hatte vorhin hier zwei Alpha-Tester, ich weiß gar nicht, ob noch, Jakob ist noch da, also einen Alpha-Tester habe ich hier noch, da habe ich die Information zugesteckt bekommen, dass Multiplayer zwar Thema ist, aber aktuell nicht entwickelt wird, sodass wir da auf jeden Fall noch warten müssen. Meine Hoffnung ist ja, wenn die Leute merken, wie geil das Spiel ankommt und das irgendwann im Early Access ist, ich würde es mir auch sofort kaufen, Day One Early Access, einfach um es zu unterstützen. Das ist eins der Projekte, wo ich sofort Geld locker machen würde. Und dann wäre ich auch geduldig und dann könnten die vielleicht ein paar Leute einstellen und noch ein bisschen schneller vorankommen. So, hier ist unser Smithy, unser Schmied. Eisenschmelze und Eisenmine. Wie sich das gehört, alles zusammen.
Es muss ja noch so viel entwickelt werden. Es wird noch viel mehr Entwicklung für Storf, Diplomatie und Kriegsführung wie in Total War geben, sagt Gaius. Ja. Auf jeden Fall. Da werden wir ein bisschen schneller. Oh, bald ist Erntezeit. Eieiei. Wir müssen dann nochmal neue Felder ausweisen. Wie ist denn die Fruchtbarkeit? Gut. Die sieht ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier noch ein Feld machen. Ist Medium, oder? Ja. Zack. Und dann machen wir das gleiche hier auch. Dann ist das quasi immer zeitversetzt. Dann haben wir immer jedes Jahr zumindest ein bisschen Getreide. Weil die machen ja im nächsten Jahr Flachs. Also ja, da ist jetzt Getreide geerntet. Und im Jahr drauf machen die diesen Flachs. Und dann haben wir diesen, da wird dann ja im Frühjahr zum ersten Mal gesät. Und dann haben wir das leicht zeitversetzt. Müsste man eigentlich wirklich drei verschiedene Felder haben, die man dann auch dementsprechend anders starten lässt. Ich bin jetzt ja erstmal an Nahrung interessiert. Aber später wäre es vermutlich dann klug, wirklich einfach, deswegen auch drei Felderwirtschaft, dass man rotiert. Vielleicht könnte man sogar vier Felder machen, streng genommen. Wo man sagt, okay, Getreide, Flachs, was haben wir noch? Barley und als vierte Option brach liegen lassen, also nichts anbauen, damit sich das Feld die Nährstoffe erholen können. Und da würde man immer so quasi, wären alle Rohstoffe in jedem Jahr vorhanden. Dementsprechend bräuchte man natürlich eigentlich auch Fruchtbarkeit für diese Pflanzen. Hier ist es zwar sehr fruchtbar für Getreide, aber für die anderen Sachen leider gar nicht. Da würde ich bei Jahr 3 wieder Korn einstellen. Hier? Ja, okay, aber wenn ich jetzt hier, aber ich will ja genau, dass es versetzt ist, ne? Wenn ich jetzt, ach so, nee, war, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, klar, dass ich dann warte mal. Hier haben wir jetzt, da kommt Flachs. Im nächsten Jahr wird Flachs gesät. Und hier wird im nächsten Jahr Emma gesät. Und dann wird danach. Ah, okay, du meinst so, ja. Können wir machen. Oder meint ihr hier? Ach so, warte mal, ja, man kann das ja tatsächlich. Ah, warte, man kann das ja wirklich so machen. Warte mal, wenn wir es einmal so machen, wir haben jetzt hier. Ja, wir können das auch ändern. Wir können hier Barley machen und dann Flachs. Hier haben wir Flachs und Barley, genau andersrum. Und hier haben wir. Kann ich auch zweimal hintereinander Emma machen oder ist das voll blöd? Ich brauche ja dann noch im nächsten. Ne, warte, da wird es ja geerntet. Aber ich brauche ja dann. Ja, es dauert eh noch ewig, ne? Aber ich habe jetzt ja quasi. Hier habe ich jetzt Emma und da habe ich jetzt Emma und da habe ich im nächsten Jahr Emma. Das heißt, im Jahr 3 müsste ich halt irgendwo wieder eigentlich auf Flachs gehen. Entweder hier. So, Barley, Emma. Flachs, Barley, genau. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier, im nächsten Jahr haben wir hier Barley, da haben wir Flachs und hier haben wir Emma. Dann machen wir, genau, das ist quasi, hier ist ja immer ein zurück und danach kommt hier Flachs, da Barley und hier Emma. Ja, das passt. Müsste eigentlich jetzt passen, wie ich es jetzt gemacht habe. Genau. So, wie sieht das hier aus? Oh, verheißungsvoll, ist bald fertig. Guck mal, unsere Schmiede wird hier gebaut. Sehr, sehr gut. Die sind dann doch schon etwas weiter vorangekommen. Wir haben 15 Nahrung, also die unmittelbare Hungerkatastrophe scheint etwas abgewendet zu sein, aber die Lage ist immer noch angespannt auf jeden Fall. Wir müssen dringend
vorankommen. Wir haben hier schon 9 Iron Slabs, das ist gut. Wir machen mal ein bisschen schneller. Smizzy wird nicht fertig. Was ist los? Keiner arbeitet für Smizzy. Ah ne, er wartet auf den Ochsen, ne? Ja. So, jetzt arbeiten sie wieder alle. Das sieht doch hervorragend aus. Hack, hack, hack. Ist hier die Schmiede? Und da wohnt der, oder was? Na, der hat ja schon ein Wohnhaus. Wieso braucht er noch ein Wohnhaus? Sehr, sehr, sehr gut. Dann einen Worker hier und einen hier raus. Das Gute ist wirklich, dass die offensichtlich dieses Mining Pit als solch einfache Tätigkeit gilt, dass die Bürger, die nichts zu tun haben, auch hier mithelfen. Weil die machen ja diese einfachen Tätigkeiten wie Träger oder Constructor. Machen sie ja, wenn sie nichts zu tun haben. Aber jetzt gehen sie auch in die Mine rein. Das finde ich sehr, sehr löblich. Und jetzt haben wir hier unseren Schmied. Und der macht uns aus den Iron Slabs das Werkzeug. Und dann haben wir hier oben gleich Tools. Und wenn wir Tools haben, dann bauen wir diese Hinterhöfe aus. Und dann haben wir hoffentlich ein bisschen Nahrung auch dann jeweils in den Häusern. Das dauert aber noch einen kleinen Moment, bis wir soweit sind. Okami, gute Nacht. Die Idle-Besetzung kann ich einstellen, neben der Plus-Taste. In den jeweiligen Häusern. Achso, du meinst das hier? Ja, aber ist ja eigentlich eingestellt, oder? Doch. Ist das jetzt ein oder aus? Ist gelb an oder gelb aus? Das habe ich noch nicht gecheckt. Weil die sind ja gerade reingegangen. Wenn das... Hey, wo ist Jakob? Bei den Gärten übrigens nicht Wunder. Die ernten momentan sehr spät ab. Ich glaube im November. Aber die werden für die nächsten Winter noch was bringen. Danke, Jakob. Du sag mal, ist das jetzt aktiviert, wenn es ausgegraut ist? Oder ist es aktiviert, wenn es gelb ist? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit einer Familie... Ah, wenn es gelb ist. Wenn es gelb ist, ist es an. Danke. Weißt du, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit einer Familie, die in der Mine arbeitet, mehr als genug Eisenerz für eine Schmiede produziert werden kann, sodass man in Werkzeugen schwimmt. Das fand ich fast noch etwas zu leicht. Ja, aber das ist okay, wenn es ein bisschen leichter ist für den Moment. Haben wir schon ein Tool? Nein, wir haben noch kein Tool. Was ist denn hier mit meinem Schmied? Warum ist der so faul? Der Schmied arbeitet gerade nicht. Obwohl wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Naja, das wird noch kommen. Ach, der muss das Brennholz holen. Du hast völlig recht. Und das ist ein verdammt weiter Weg. Beziehungsweise... Oh, warte. Wo ist das Brennholz eingelagert? Das kommt ja hierher. 27 Firewood. Weil hier gerade keiner arbeitet. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt Firewood eingelagert wird in dem Storehouse oder... Vermutlich eigentlich schon. Boah, ist das ein weiter Weg. Blub, bis hier und dann... Und dann hier. Oh Mann, das ist natürlich... Food and Fuel. Aber wir haben halt auch keinen Arbeiter jetzt drin. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier einen Arbeiter reinpacke... Bin nicht sicher, ob der das einlagert. Die YouTube-Pause nicht vergessen. Ja, das stimmt. Das können wir eigentlich machen. Das ist eine ganz gute Idee. Wir machen eine kleine YouTube-Pause. Vielen Dank für den Hinweis. Warum eigentlich nicht?
Ihr Lieben, ihr habt es gerade mitbekommen. Für diese Pause bedanken wir uns bei Maro Dijon. Von ihm wird die Pause präsentiert. Das war Teil 2 unserer großartigen mittelalterlichen Aufbaureise hier Rötzlingen. Die Anfänge, the beginnings, the humble beginnings of Rötzlingen. Das war Männerlords. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne in die Comments, wie ihr dieses Spiel findet. Ich finde es großartig. Ich will euch nicht beeinflussen, aber schreibt mir gerne in die Comments, was ihr davon haltet. Und wir freuen uns natürlich alle auf die nächste Session, die es noch geben wird, bevor ich irgendwann den Rechner runterfahren muss und ich das Spiel ja nicht abspeichern kann. Bis dann, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.